Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspieltester, mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und wir haben hier eins von den Spielen, die wir auf der Spiel in Essen 2022 gesehen haben und ich sag mal ärgerlicherweise aus unserer Warte heraus nicht mitgenommen haben. Und zwar haben wir hier Marrakesch, ein Stefan-Feld-Spiel. Und wir starten erstmal mit den Rahmendaten. Marrakesch ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 14 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 90 bis 120 Minuten angegeben. Ist bei Queen Games erschienen. Der Autor ist Stefan Feld und kostet, ich habe mal online reingeschaut, um die 124 Euro. Ein Wenn man ganz es schön richtig macht. stolzer Preis. Es gibt auch Anbieter, die bieten das teurer an. Also von daher, und wenn man nicht aufpasst, zahlt man auch mehr Geld Vor allem, dafür. man muss sagen, das ist die Retail-Version. Die Ja. Deluxe-Version kostet 175 €. Man kann die Retail-Version auch noch aufpimpen mit den Deluxe-Komponenten. Da kosten die Deluxe-Komponenten auch nochmal 35 € extra. Es kommt auf den Basispreis an, ob sich das rechnet oder nicht. Also wir haben hier die billige Oh, Variante. Die 124 €. günstigere, schön wäre es gewesen, egal. Billig hat immer schon so eine Wertung Ja, okay, drin. die günstigere Variante. Genau, wir starten jetzt erst, bevor wir uns da im Preis verstricken, da kommen wir im Fazit vielleicht nochmal dazu. Jetzt kommen wir erstmal zum Spielmaterial und zum Spielaufbau. Wir haben das Spiel jetzt hier schon mal für 2 Spieler komplett aufgebaut, wobei wir dazu sagen wollen und müssen, es gibt noch 5 Module, die haben wir jetzt noch nicht komplett mit drin. Ein Modul liegt hier schon, aber da kommen wir gleich nochmal drauf, warum. Die anderen Module zeigen wir euch dann zum Ende dann nochmal. Den Würfelturm und die Würfelturmbasis stellt ihr neben dem Spielplan bereit. Den Spielplan legt ihr in der Tischmitte bereit. Jeder Spieler legt sein 100er-Plättchen, wenn man über die 100 kommt. Die sind auch beidseitig bedruckt, die könnt ihr auch umdrehen. Die Reicht legt ihr man hier oben 200? einfach schon mal bereit. Dann haben wir hier die sogenannten Gelehrten-Schriftrollen. Die sortiert ihr erstmal in die jeweiligen Stapel. Es gibt hier weiße oder beigefarbene, rosane, orangene, gelbe und orangene so rum. Die sortiert ihr erstmal nach den jeweiligen Farben, mischt die. Und dann stapelt ihr die hier 3 gleich hohe Stapel und das jeweils oberste Plättchen wird dann schon mal aufgedeckt. Dann haben wir hier die Wechselstuben. Da müsst ihr beachten, es gibt insgesamt 12 Wechselstuben. Und zwar Achtung, es gibt einmal Wechselstuben für das Basisspiel. Ich hoffe, man sieht das hier vielleicht so Keine einigermaßen. Chance. Die haben hier zwischen den einzelnen, wo hier zwischen dem gelben und den lilanen Cashy, da ist nur eine grüne Fläche. Und dann gibt es aber auch 6 Wechselstuben bei diesen 12 Wechselstuben insgesamt. Die haben dazwischen, hier zwischen dem gelben und dem lilanen und dem lilanen und dem orangen Cashy, so ein ganz schwaches Muster. Das sind aber die Wechselstuben für das Modul. Also die könnt ihr am Anfang erstmal rauslegen, lege ich erstmal zur Seite. Die 6 Wechselstuben für das Basisspiel mischt ihr. Und davon, upsala, die mischt ihr natürlich verdeckt. Und dann legt ihr hier schon mal 3 Wechselstuben hin auf das entsprechende Feld und die oberste Wechselstube wird dann schon mal aufgedeckt. Dann haben wir hier noch die sogenannten Luxuswaren, die werden auch verdeckt gemischt und dann werden die hier auf 5 gleich hohe Stapel verteilt und die jeweils oberste Luxusware wird schon mal aufgedeckt. Die Flussplättchen hier, die werden erstmal sortiert und zwar gibt es für jeden Durchgang, wir spielen ja 3 Durchgänge, gibt es jeweils Flussdurchgangsplättchen und zwar hier, das ist das, die Durchgangsplättchen für den ersten Durchgang, für den zweiten Durchgang und für den dritten Durchgang. Warte mal, so sieht man es nicht. So, für den dritten Durchgang. Von jeder Durchgangsplättchenart nehmt ihr erstmal die Plättchen, also erstmal alle Plättchen für den ersten, für den ersten Durchgang, schmeißt die in den Sack. Da haben wir hier die restlichen, die kommen alle in den Sack. Und dann zieht ihr zufällig ein Plättchen heraus. Diese Plättchen sind beidseitig bedruckt. Und das macht ihr für alle 3 Durchgangsplättchen je einmal, also auch für die Zweier- und für die Dreier-Durchgangsplättchen. Und dann wird hier das Durchgangsplättchen für den ersten Durchgang schon mal hingelegt. Für das erste Spiel werden auch schon Durchgangsplättchen empfohlen, nämlich das mit der 1, das mit der 3 und das mit der 5, wenn ich das jetzt aus der Entfernung richtig lesen könnte. Christian kann mich da ja nochmal bestätigen. Dann haben wir hier oben die Stadttore. Die sind in der Deluxe-Version aus Holz. Ich meine, wir hatten in Essen da Holztore. Diese Stadttore, die Du schmeißt musst nicht immer in der Wunde ihr. bohren. Die schmeißt ihr alle auch in diesen Sack rein, der mit dabei ist. Und dann zieht ihr für jedes Feld hier oben schon mal 8 zufällige Stadttore dann aus dem Sack heraus. Die Ressourcen wie Datteln, die Dinar, das Wasser und auch die Cashis, die sortiert ihr und legt ihr im Vorrat schon mal bereit. Es gibt 12 verschiedenfarbige Cashis insgesamt. Jeder Spieler bekommt dann noch sein eigenes Spielermaterial. Man bekommt sein eigenes Spielertableau. Das ist hier so ein
riesiges Ding, sage ich jetzt mal so. Ich halte das hier einmal ganz kurz rein. Jeder bekommt sein eigenes Spielertableau in der eigenen Farbe. Ich habe jetzt hier Rot. Christian hat die Spielerfarbe Blau. Dazu bekommt jeder insgesamt sechs Spielfiguren in seiner Farbe, einen Punktemarker, einen Sichtschirm, ein Vorratstableau. Das ist das hier oben, was man an sein Spielertableau letztendlich dann anlegt. Und eine beliebige Zuschauerscheibe. Und zwar legt ihr die mit der rosanen Seite aus. Das Modul ist dann nachher, dass ihr auch die lilane Seite benutzen könnt. Im Basisspiel wird also die rosane Seite verwendet. Und dann müsst ihr schon mal gucken, mit welcher Ausrichtung ihr die auslegen wollt. Hier sind nämlich unterschiedlich viele Zuschauer drauf. Mal einer, mal drei, mal zwei. Und das könnt ihr hier schon mal beliebig dann ausrichten, je nachdem, was ihr dann vielleicht im späteren Spielverlauf dann vorhabt. Die Punktemarker werden dort oben schon mal auf das Feld 10 der Punkteleiste gesetzt. Und von den Spielfiguren, die man hat, werden schon mal drei jeweils auf den Spielplan eingesetzt, nämlich die Fischer auf das Startfeld auf dem Fluss Tensift. Dann haben wir einmal hier auf der Palasttreppe, da kommt jeweils auf das Startfeld für die Palasttreppe kommt eine Figur drauf. Und auf das Startfeld für die Moscheetreppe kommt hier auch jeweils schon mal eine Spielfigur drauf. Die drei übrigen Spielfiguren legt man neben seinem Vorrat oder im allgemeinen Vorrat bei sich bereit. Nicht im allgemeinen, sondern in seinem persönlichen Spielervorrat. Das sind die Assistenten. Dann haben wir hier noch ganz viele Oasenplättchen. Das sind diese hier. Die werden einfach gemischt und jeder Spieler bekommt davon sechs zufällige. Und legt diese Oasenplättchen hier oben schon mal in seiner Sahara verdeckt ab. Die darf man sich auch vorher nicht ansehen. Dann hatte ich ja schon gesagt, bekommt jeder Spieler ein Vorratstableau. Das ist das hier oben. Das legt man an sein Spielertableau angrenzend ab. Man hat hier einmal ein Feld, links, da kommen die Ressourcen drauf. Und rechts werden nachher, wenn man diese Oasen aktiviert, die werden nachher hier beginnt beim grünen Pfeil, hier auf diese Felder entsprechend dann abgelegt. Jetzt nimmt man sich noch acht Cashies. Und zwar, upsala, wir haben ja gesagt, wir haben 12 verschiedene Cashies. Man nimmt sich insgesamt jetzt acht Cashies. Außer, also von den 12 darf man sich nicht nehmen, den gelben, den lilanen, den orangenen und den braunen. Die kommen jetzt nicht mit rein, aber die anderen acht Cashies kommen jetzt in einen Sack. Und dann zieht jeder Spieler jetzt zufällig zwei Cashies raus, beziehungsweise im Zwei-Personen-Spiel zieht jeder jetzt zufällig drei Cashies aus dem Sack. Und die darf man jetzt nach seinem Gusto, wie man das ganz gerne möchte, hier oben in die Aussparungen einsetzen. Ich halte das nochmal ganz kurz hoch. Ihr habt hier auf eurem Vorratstableau Aussparungen und hier seht ihr auch, dieses Feld wird nur im Zwei-Personen-Spiel dann belegt. Christian hat sich seine drei schon genommen. Kann die schon mal dann bei sich, also so wie er es möchte, nicht zufällig, sondern so wie er es möchte, einsetzen. Ich mache das auch mal. Die letzten Cashies können dann aus dem Sack. Die kommen wieder in den allgemeinen Vorrat dann zurück. Genau. Genau, die Zuschauerscheibe habe ich ja schon gesagt. Die wird mit der rosanen Seite nach oben ausgelegt im Basisspiel. Und jeder kann sich aussuchen, in welche Richtung. Den Sack brauchen wir jetzt nicht mehr. Den können wir jetzt zur Seite legen. Den braucht man, wie gesagt, nur fürs zufällige Ziehen. Einmal für diese Flussplättchen, für diese Stadttore und letztendlich dann für die Cashies jetzt zu Spielbeginn für diese acht. Genau, Zuschauerscheibe mit der rosanen Seite zu oberst hinlegen und mit einer Ausrichtung seiner Wahl dort entsprechend reinlegen. Dann haben wir hier noch die sogenannten Versorgungsplättchen. Das sind diese hier, die werden auch gemischt. Und dann bekommt jeder zu Spielbeginn schon mal drei von diesen Versorgungsplättchen und legt die hier oben an sein Versorgungstableau an die entsprechende Aussparung an. Die darf man sich jetzt angucken und davon darf man sich jetzt eins aussuchen, was dann zu Spielbeginn schon mal offen hingelegt wird. Die anderen beiden Versorgungsplättchen legt man erstmal wieder verdeckt dann hin. Jeder Spieler bekommt dann als Startkapital noch ein Wasser, ein Dattel und ein Dinar. Und jeder bekommt auch schon mal von allen 12 Cashies einen Cashie, sodass man von allen 12 Cashies schon mal einen hat. Und die werden hinter dem Sichtschirm abgelegt. Der Sichtschirm, vielleicht auch noch mal ganz kurz. In der Luxusvariante war der auch viel größer. Ich finde aber, das finde ich ein bisschen schade, den hätten die auch in der Ja, der Retail-Version. bringt, vor
von der Größe her gar nicht so, was man da jetzt drauf sehen kann. Also Das man, ist genau, es ist im arg Prinzip alles klein. drauf. Es ist hier einmal letztendlich, was ist in einer Runde, welche vier Phasen werden in einer Runde Ja, aber durchlaufen. das Problem ist ja, du bist so, da hast du deine Caches vor und so kannst du es gar nicht sehen. Das heißt, du musst ihn eigentlich hochnehmen und die anderen sollen ja gar nicht sehen, welche Caches du noch hast. Ja, Also von daher. also der ist zu klein. Also den hätten sie in der Retail-Version auch deutlich kleiner, größer machen können. Aber nochmal ganz kurz, ihr seht hier, wie gesagt, einmal, welche Caches es gibt, sind hier drauf. Welche 12 verschiedenen. Ihr seht hier, welche vier Phasen einer Runde abgehandelt werden. Ihr seht hier auch, was am Spielende nochmal Siegpunkte dann bringt. Das ist einmal hier und einmal hier abgebildet. Ihr seht hier oben auch nochmal die Flussplättchen, wann die was bringen und so weiter. Also da ist schon alles drauf, aber das hätte echt viel größer sein müssen. Das verstehe ich auch nicht, dass das in der Retail-Version so klein gehalten wurde, weil das hätte in diese riesen Schachtel ja auf jeden Fall mit reingepasst. Genau, die Caches werden immer hinter dem Sichtschirm verborgen gehalten, sodass keiner mehr weiß, welche Caches der Spieler letztendlich dann noch hat. Jetzt wird noch in beliebiger Weise ein Startspieler bestimmt. Wir haben hier nämlich einmal noch den sogenannten Durchgangsmarker, das ist die Stefan-Feld-Figur. Und wir haben hier noch den Rundenmarker, das ist das Kamel. Und der Spieler, der zuletzt verloren hat, das war das letzte Mal ich. Du Ausnahmsweise mal hast du, ja. haushoch gewonnen im letzten Spiel. Ausnahmsweise Von mal. daher bekomme ich sowohl den Durchgangsmarker als auch den Rundenmarker. Beides lege ich hier mal so von mir ab. Es gibt übrigens auch noch so einen Überblick für jeden Spieler, der ist beidseitig bedruckt, einmal in Englisch und einmal in Deutsch. Und da seht ihr nochmal die Bezirksaktionen der einzelnen Assistenten. Was es genau ist, kommen wir nachher nochmal dazu. Aber diese Übersicht gibt es auch noch. Gut, dann kommen wir erstmal zum Spielüberblick in Kürze. Wir spielen hier insgesamt drei Durchgänge. Jeder Durchgang besteht immer aus vier Runden und jede Runde besteht immer aus vier Phasen. Die erste Phase ist Caches auswählen und Assistenten einsetzen. Das passiert erstmal gleichzeitig. Das heißt, jeder wählt hinter seinem Sichtschirm, wir machen es einfach mal beispielhaft, drei seiner Caches aus, die er noch hat. Die nimmt man dann in die Hand, hält die erstmal verdeckt, bis alle das gemacht haben. Wenn alle das gemacht haben, machen alle die Hände auf und setzen dann entsprechend der Caches ihre drei Assistenten in die gleichfarbigen Gebiete auf dem Spielplan. Das heißt, ich habe jetzt hier einen weißen Cache, also kommt mein Assistent hier in dieses weiße Gebiet. Ich habe jetzt hier einen lilanen Cache, also kommt mein Assistent hier einmal in das Gebiet, wo auch lilane Caches ich sammeln kann. Und ich habe hier noch einen orangenen Cache, also setze ich den in das Gebiet hier auch nochmal rein, wo ich die orangenen Caches bekomme. Vielleicht kleine Info dafür vorab. In jedem Gebiet kann maximal immer nur ein Assistent eingesetzt werden, außer hier im sogenannten Zug. Da können bis zu drei Assistenten eingesetzt werden. Dann nimmt sich ein Spieler alle Caches und schmeißt diese alle gleichzeitig in den Turm rein. Wollte ich nur Genau. mal ganz kurz zeigen. Genau, den haben Der wir gerade eben beim Spielaufbau gar nicht erwähnt. Es gibt natürlich einen Turm, der wird natürlich natürlich. bereitgestellt, einen Cache-Turm, wo jetzt die Caches entsprechend reingeschmissen werden. Und noch eine Basis ist auch noch mit Und der ist dabei. halt eben so ein bisschen Shogun-artig. Das heißt, es das heißt nicht unbedingt, weil man oben sechs reinschmeißt, dass unten auch sechs rauskommen. Genau, jetzt werden alle reingesetzt, alle Ah, reingeschmissen. jetzt sind es nur fünf. Genau, jetzt hat man hier unten so eine Ablagefläche. Das heißt, man kann jetzt die Caches auf die entsprechenden Felder verteilen, sagt man es ein bisschen übersichtlicher. So, jetzt folgt die zweite Phase. Die zweite Phase ist jetzt Caches nehmen und einsetzen. Das heißt, beginnt in Startspielerreihenfolge. Ich bin der Startspieler. Darf man sich jetzt drei um bis zu zwei Caches einer Farbe nehmen? Das heißt, wenn man sich zwei Caches nimmt, müssen die die gleiche Farbe haben. Das heißt, ich darf mir jetzt von denen hier einen auswählen und ich mache es spaßeshalber mal, ich nehme mal einen grün. Das heißt, ich darf mir auch einen Cache nehmen, wo natürlich kein Assistent von mir steht in dem dazugehörigen Bereich. Und den setze ich jetzt sofort, diesen Cache, in den farblich passenden Bereich ein. Und jetzt gibt es bei einigen Bereichen auch noch den sogenannten Einsatzbonus. Bei grün, bei rosa und bei braun gibt es einen Einsatzbonus. Immer wenn ich bei grünen Cache einsetze, bekomme ich sofort einen Siegpunkt. Jetzt wäre Christian dann und dürfte sich einen aussuchen. Ich nehme den grauen, platziere den hier. Hier gibt es keinen Einsatzbonus. Ich habe hier auch einen Assistenten. Warum, weshalb, kommen wir gleich zu. Genau, dann nehme ich einfach spaßeshalber jetzt mal den hier, den setze ich dahin. Christian nimmt noch den. Es geht halt drei um, solange jeder Spieler darf sich bis zu zwei Caches einer Farbe nehmen und setzt sie in die farblich passenden Bereiche. Das ist Phase 2. Dann kommt Phase 3. Jetzt können wir unsere Assistenten nutzen. Wir können also nur die Bereiche jetzt aktivieren, wo auch unsere Assistenten stehen. Dabei ist wichtig zu gucken,
Wenn man diese roten Caches, für die gibt es halt keine Bereiche, aber es gibt in jedem Bereich ein Feld für einen roten Cache, mit Ausnahme beim Zug, da gibt es dieses Feld nicht. Das heißt, wenn ich einen roten Cache mir nehme, darf ich den auf ein beliebiges freies rotes Feld stehen. Tun wir jetzt mal so, ich hätte den schon gehabt. Und wenn ich jetzt nämlich in dieser Phase 3 meinen Assistenten nutze, sagen wir mal, ich nutze jetzt diesen Assistenten, dann bekomme ich für den roten Cache in diesem Bereich ein Wasser. Das Weil heißt, das der ein Wasserträger Genau, ist. das ist ein Wasserträger, der bringt mir als Ertrag, wenn ich den Bereich aktiviere mit dem Assistenten, ein Wasser. Und jetzt würde ich einfach hier in diesem Bereich machen, wenn ich jetzt diesen Bereich aktiviere, habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme den Assistenten raus und nehme mir einen zu dem Bereich farblich passenden Cache und setze den Cache rein. Dadurch mache ich den Bereich effektiver, das heißt, der hat einen besseren Ertrag. Oder ich kann, wenn ich das nicht möchte, kann ich die jeweilige Bezirksaktion des Bereiches machen. Was das ist, da kommen wir im Detail noch zu. Das macht jeder Spieler erstmal einmal durch. Das heißt, beginnt mit dem Startspieler, macht der alle drei Assistenten in beliebiger Reihenfolge. Und wenn das alle gemacht haben, dann kommt noch der Flussbonus und das Rundenende. Das heißt, man schaut noch hier beim Flussbonus, guckt man, wo man mit seiner Spielfigur auf dem Fluss steht. Und man darf sich, je nachdem, welche Stromstellen man schon überquert hat, einen Bonus nehmen von einer Stromschwelle, die man schon überquert hat. Ich dürfte mir jetzt ein Siegpunktchen nehmen. Christian könnte sich aussuchen, ob er sich einen gelben, einen lila oder einen orangenen Cashew nimmt. Oder ob er sich ein Wasser, ein Dinar oder eine Dattel nimmt. Oder ob er sich einen Siegpunkt nimmt. Genau, das wäre so der Rundenablauf. Dann wäre die erste Runde vorbei. Am Rundenende geht dann erstmal nur der Rundenmarker weiter. Wichtig, der Durchgangsmarker bleibt stehen und dann wird die zweite Runde gespielt. Und so spielt man jetzt im Prinzip die vier Runden durch. Und nach der vierten gespielten Runde ist dann der komplette Durchgang zu Ende und es kommt dann noch die sogenannte Durchgangswertung. Und die Durchgangswertung bedeutet, man schaut hier erstmal, wer ist auf dem Fluss am weitesten vorne. Der am weitesten vorne ist, bekommt diesen Ertrag von diesem Durchgangsplättchen von dem entsprechenden Durchgang. Und nach der Flusswertung werden jetzt alle Boote auch wieder auf das Startfeld des Flusses Tensift zurückgestellt. Danach müssen wir unsere Bewohner versorgen. Das heißt, wir schauen auf unsere Durchgangsplättchen, was müssen wir abgeben? Ich müsste jetzt zwei Wasser und eine Dattel abgeben. Habe ich das nicht, so wie in diesem Fall, müsste ich trotzdem alle Ressourcen abgeben, die ich habe. Ich kann aber dieses Durchgangsplättchen gar nicht erfüllen, weil mir das eine Wasser fehlt. Trotzdem verliere ich alle Ressourcen und verliere auch noch 4 Punkte. Genau. Und dann wird der nächste Durchgang vorbereitet. Aber das zeigen wir euch dann nochmal, dann, wenn wir einen Durchgang gespielt haben. Gut, wir haben dann hier einmal wieder soweit resettet. So spielt sich, wie gesagt, ein Durchgang bestehend aus 4 Runden. Wenn wir dann drei Durchgänge gespielt haben, auch nach dem dritten Durchgang kommt erstmal nochmal die Durchgangswertung und danach kommt dann noch eine Schlusswertung und am Schluss bekommt man nochmal Punkte für jeden komplett gefüllten Bezirk. Ihr habt hier ja verschiedene Bezirke auf eurem Spielplan drauf. Jeder Bezirk hat immer Platz für insgesamt 8 farbige Caches des entsprechenden Bezirks, also hier zum Beispiel für 8 schwarze Caches plus einen Wasserträger. Und jeder Bezirk ist vollständig gefüllt, wenn er insgesamt 9 Caches hat, also 8 Caches in der entsprechenden Farbe plus den Wasserträger. Außer dieser Zug, der hat das nicht, den kann man nicht werten. Und für jeden vollständig gefüllten Bezirk mit 9 Caches drin bekommt man am Spielende 10 Punkte. Außerdem kann man noch diese Oasen, die kann man im Spielverlauf nachher auch, wenn man sie umdreht, das kommt durch eine bestimmte Aktion, und wenn man die dann nachher nach oben gebracht hat, wenn die nachher hier liegen, kann man dafür am Spielende auch noch Siegpunkte bekommen. Hier zum Beispiel für jede Luxusware mit diesem Symbol, die dieses hier hat. Ich muss mal ganz kurz hier einmal umschwenken, damit ich euch das ein bisschen näher zeigen kann. Also habe ich diese Oase am Spielende hier oben liegen, habe ich die also irgendwann mal aktiviert, bekomme ich pro Luxusware, die ich mit diesem Symbol habe, auch nochmal 3 Punkte. Man darf aber maximal 3 seiner Oasen, die man hier oben liegen hat, am Spielende werten. Das heißt, da schaut man dann halt, welches sind die wertvollsten 3 Oasen. Ich kann hier also mehr liegen haben. Ihr seht ja, ich habe Platz für insgesamt 6 Oasen, aber die maximal 3 wertvollsten kann ich dann werten. Und dann bekommt man für restliche Ressourcen auch nochmal Punkte. Für jeweils 2 im Besitz des Spielers noch befindliche Ressourcen. Das sind einmal Datteln, Dinar und Wasser. Und auch die
ich sag mal, Cashews, die man hier noch drin stehen hat, also für die orangenen, gelben und lilanen Cashews, bekommt man für jeweils zwei dieser Ressourcen nochmal einen Punkt. Ja, und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Gibt es da einen Gleichstand, guckt man, wer hier weiter auf der Palasttreppe vorgerückt ist. Gibt es da auch einen Gleichstand, guckt man, wer hier weiter auf der Moscheetreppe vorgerückt ist. Und gibt es da immer noch einen Gleichstand, dann teilen sich die beteiligten Spieler den Sieg. Genau, soweit erstmal zum Spielüberblick in Kürze. Und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal und im Detail erklären wir euch das Spiel dann im Spielverlauf. Dann starten wir jetzt. Ich bin ja Startspieler. Es geht jetzt los mit der ersten Runde, mit der ersten Phase. Das heißt, jeder Spieler sucht sich von hinter seinem Sichtschirm drei Cashies aus und nimmt sie erstmal verdeckt in die Hand. Wenn alle das gemacht haben, öffnen wir die Hände und setzen die Assistenten, die wir haben, in die farblich passenden Bereiche zu den Cashies. Das heißt, ich habe hier einmal weiß, ich habe hier einmal blau, das ist oben der Fluss. Und ich habe hier einmal grün, das ist die Dattelplantage. Dann bekommt ein Spieler alle Cashews und schmeißt den hin. Und dann schauen wir, was da rauskommt. Und dann können wir die hier einmal wunderbar sortieren. Und dann haben wir schon die erste Phase rum. Dann starten wir schon mit der zweiten Phase. Das heißt, in Spielerreihenfolge darf sich jetzt jeder Spieler bis zu zwei Cashews einer Farbe nehmen. Und hurra, ich nehme die hier. Und wir hatten ja schon gesagt, in bestimmten Bereichen gibt es einen Einsatzbonus, im grünen Bereich, im rosanen Bereich und im braunen Bereich. Ich nehme hier zwei grüne Cashies, das heißt, pro grünen Cashie bekomme ich als Einsatzbonus jetzt einen Punkt. Also bitte einmal für Rot 2 Punkte. Dann darf Christian sich jetzt was aussuchen. Ich nehme so einen grauen und pack den dahin. Okay, dann nehme Kein ich mir hier, Einsatzbonus. genau, dann nehme ich mir den weißen, setze den ein. Also die Cashies, die man sich nimmt, werden jetzt einfach in die farblich passenden Bereiche dann verteilt. Das war Phase 2, dann kommt Phase 3. In Spielerreihenfolge handelt jetzt jeder Spieler seine drei Assistenten in beliebiger Reihenfolge ab. Das heißt, ich starte und ich kann jetzt jeden Cashier hier, jeden Assistenten in beliebiger Reihenfolge abhandeln. Und ich zeige euch das einmal hier. Ich kann jetzt ja mit jedem Assistenten eine von zwei möglichen Aktionen machen. Entweder ich nehme den Assistenten raus und nehme mir einen zu dem Bereich, upsala, passenden Cashier aus dem Vorrat und setze den dort ein. Das mache ich jetzt in dem Fall, weil ich habe da noch keinen Cashy, von daher kann ich hier die Bezirksaktion nicht machen. Die zweite Möglichkeit wäre nämlich, dass ich hier die Bezirksaktion nutze. Kann ich hier nicht. Die erklären wir euch später. Das heißt, ich mache hier die Möglichkeit, ich nehme einen gleichfarbigen Cashy und setze ihn hier ein. Hier, bei dem hier, werde ich jetzt mal die Aktion machen. Wo sind eigentlich meine Ressourcen geblieben? Die sind in Ich die weiß Abhanden nicht, gekommen. du hast sie irgendwie Habe ich die irgendwie gespendet. gespendet? Gespendet. Gespendet. Ich meine, Ressourcen sind vorhin wahrscheinlich bei der kurzen Überblicksanzeige haben wir die wahrscheinlich irgendwie verlustig gegangen. Aber ich hatte natürlich auch meine drei Natürlich. Startressourcen. Die sind natürlich wieder da. Und ich überlege mal. Ich kann jetzt auch hier entweder die Aktion machen, ich nehme ihn raus und nehme mir einen zum Bereich passenden Assistenten. Den setze ich da rein. Das ist dann ein Siegpunkt, den ich sofort bekomme. Auch da Das machst bekomme ich du? den Einsatzbonus, ja. Ach, das ist ja nur den. Aber hier erkläre ich euch gleich nochmal die Alternative. Wenn ich nicht das gemacht hätte, also den farblich passenden Cashy genommen hätte, kann ich ja hier auch die Bezirksaktion machen. Und die Bezirksaktion hier ist, das ist eine Dattelplantage. Ich bekomme so viel Dattel aus dem Vorrat, wie ich hier Cashys drin habe. Das heißt, in dem Moment hätte ich sonst jetzt hier zwei Cashys bekommen, wenn ich die Bezirksaktion genutzt hätte. Habe ich aber nicht, sondern ich habe mir lieber einen gleichfarbigen Cashy genommen. Immer wenn man die Bereiche abgehandelt hat, nimmt man den Assistenten auch raus. Und hier werde ich jetzt auch mal, ich kann hier auch entweder die Bezirksaktion machen. Die Bezirksaktion hier wäre, dass ich auf der Palasttreppe so viele Stufen nach oben oder Schritte nach oben machen kann, wie ich hier Cashy stehen habe. Also momentan könnte ich nur einen Schritt machen. Das möchte ich nicht, von daher nehme ich den da raus und wähle eher die Aktion, dass ich auch hier einen gleichfarbigen Cashy einsetze, also den Bezirk verstärke. Wichtig, wie gesagt, hätte ich jetzt irgendwo hier schon einen Wasserträger gehabt, wenn ich einen Bereich aktiviere, müsst ihr immer dran denken, habe ich einen Wasserträger in dem Bereich. Wenn ich einen Wasserträger habe, bekomme ich für den Wasserträger ein Wasser. Ich hatte aber hier ja noch keinen Wasserträger drin. Leider. So, dann bin ich schon durch. Ich habe alle meine Assistenten benutzt und ich habe jetzt in jedem Bereich jeweils immer die Aktion genutzt, dass ich einen farblich passenden Cashy dazugesetzt habe. Das heißt, ich habe in keinem Bereich die Bezirksaktion genutzt. Alles klar, dann mache ich hier weiter. Ich mache hier mit dem Grauen erstmal.
Da habe ich einen drinnen, logischerweise, weil ich nur einen bekommen habe. Das heißt, ich kann momentan nur aus diesem unteren Bereich mir eins von den Plättchen kaufen. Die Kosten stehen oben rechts in der Ecke. Das ist jetzt in diesem Fall eine Dattel. Und ich hole mir dieses Plättchen. Das heißt, ich bezahle aus meinem eigenen Vorrat vielleicht eine noch Dattel. Ganz kurz zur Ergänzung, das hast du noch nicht erklärt. Diese Plättchen haben einmal oben links in der Ecke, ist angezeigt, wie viele Geleerten man in diesem grauen Bereich haben muss, damit man sich das Plättchen überhaupt holen darf. Hier ist die Voraussetzung, Christian muss einen Geleerten haben. Und zusätzlich steht oben rechts immer noch, wie viel Datteln man dann bezahlen muss. Jeder Gelehrte, der hier steht, kann auch maximal einmal benutzt werden. Das heißt, Christian kann momentan sich nur aus diesem Bereich Plättchen nehmen. Und vor dem ersten Nehmen hätte Christian auch aus dem Bereich, er kann sich dann eine Dreiergruppe aussuchen. Bei der Dreiergruppe könnte er dann alle obersten Plättchen nach unten verschieben und dann die neun obersten Plättchen aufdecken. Dafür muss man aber einen Dinar bezahlen. Und danach müsste er dann aber auch aus dieser Dreiergruppe sich dann ein Plättchen nehmen und das entsprechend bei sich ablegen. Diese Plättchen haben entsprechend unterschiedliche Effekte. Es gibt Plättchen, die haben hier so einen Blitz, das ist ein Sofortsymbol. Es gibt Plättchen, die haben hier so ein Dauerhaftsymbol, das ist ein dauerhafter Effekt. Also Blitz ist dann einmalig und sofort. Es gibt hier welche, die spielen fürs Durchgangsende, werden immer am Durchgangsende gewertet. Es gibt welche, die werden immer am Rundenende gewertet. So gibt es jetzt unterschiedliche Sachen, dadurch bekommt man unterschiedliche Effekte. Und man sieht hier schon die Kosten auch unterschiedlich. Die hier zum Beispiel muss man schon drei Gelehrte haben. Kostet auch eine Dattel. Du kannst da mal ganz kurz, magst du einfach mal bei dir ein paar mehr graue reinsetzen, dass wir das einmal gleich mit erklären. Wenn du jetzt hier noch, wir geben dir nochmal die vier mit dazu. Der hier braucht schon drei Gelehrte dann in dem Bereich. Der hier braucht schon fünf Gelehrte in dem Bereich. Die hier oben schon sieben. Jetzt hätte Christian da insgesamt fünf. Was könntest du damit dann zum Beispiel machen? Kann ich zum Beispiel hier einen nehmen, der kostet drei und zwei von den einen wäre in Summe fünf. Oder ich kann nur einen davon nehmen, dann hätte ich die fünf aufgebraucht. Oder ich könnte mir die drei Einer holen, dann habe ich noch zwei übrig. Das ist dumm gelaufen, die kann ich nirgendwo anders investieren, sage ich mal. Genau, denn diese grauen Cashies, die darf man, ich sag mal, er könnte jetzt alle Cashies hier verwenden, aber jeden grauen Cashie nur einmal und man bezahlt die quasi nicht, weil die bleiben ja in dem grauen Bereich dann drin. Aber man muss sie letztendlich haben und man kann für jede Schriftrolle jeden Cashie oder man kann die nur einmal verwenden in dem Zug. Das heißt, er könnte jetzt für fünf graue Cashies sich aussuchen, wie er die auf die Schriftrollen verteilt, aber darf jeden Cashie dann nur einmal verwenden. So, und du wolltest jetzt dieses hier haben? Genau. Das bedeutet jetzt, Christian muss, wie gesagt, einen grauen Cashie haben, muss eine Mandel, hätte ich fast gezahlt, eine Dattel dafür bezahlen. Genau, die Kosten der Datteln stehen immer oben rechts in der Ecke. Das ist jetzt ein Soforteffekt. Christian bekommt jetzt sofort aus dem Vorrat einen roten Cashie, einen Wasserträger. Und den darf er jetzt auf ein freies Wasserträgerfeld einsetzen, wie er möchte. Dann bekommt er das Plättchen. Diese Plättchen hier, die geleerten Plättchen, werden erst aufgedeckt, wenn Christian komplett mit seinen drei Assistenten durch ist. So, dann mache ich einmal hier die grüne Geschichte. Da hat mir Michaela ja meinen grünen Cashie geklaut. Deshalb muss ich einen nehmen, hier einsetzen. Auch dann kriege ich natürlich diesen Einsatzbonus. Das heißt, ich kriege einen Siegpunkt. Und dann habe ich hier noch diesen Bereich. Da habe ich einen lilafarbenen Cashie. Da marschiere ich hier hin und gebe hier oben sind immer die Kosten dargestellt, was man abgeben muss. Und unten sieht man halt eben, welche ja, Pluspunkte man bekommt, das sind meistens Siegpunkte und eventuell noch irgendwelche Ressourcen. Hier in dem Fall ist es so, ich kann es nicht sehen, wenn es so wird. Zwei Punkte und ein Geld für einen lilafarbenen Cashie. Das mache ich auch, das heißt, das passiert sofort. Zwei Siegpunkte und ein Geld aus dem allgemeinen Vorrat. Genau, vielleicht auch da noch kurz zur Ergänzung, auch die Luxuswaren. Wenn Christian sich jetzt hier mehrere gekauft hätte, werden erst aufgedeckt, wenn alle drei Assistenten hier abgehandelt sind. Und pro Assistenten in diesem Bereich, magst du da vielleicht mal kurz zwei hinstellen, pro Assistenten in diesem Bereich darf man entweder zur Wechselstube gehen. Und da kann man sich hier schon vorstellen, wenn ich einen gelben Cashie abgebe, bekomme ich eine Dattel und ein Geld für einen lila Cashie, ein Wasser und eine Dattel. Also da kann man sich in der Wechselstube dann letztendlich dann Ressourcen besorgen. Dafür müsste ich dann aber einen Assistenten verwenden und die entsprechenden Cashie abgeben und bekomme einmal den Ertrag des Cashies, den ich dann abgegeben habe. Das kann ich machen. Also pro Assistenten entweder einmal die Wechselstube benutzen oder pro Assistenten kann ich mir hier eine Luxusware dann kaufen, wo ich dann die entsprechenden Ressourcen abgeben muss, die hier oben angegeben sind. Und dann bekomme ich Siegpunkte und gegebenenfalls manchmal auch noch Ressourcen dann als Ertrag. So, du bist jetzt ja komplett durch mit deinen drei Assistenten. Von daher können wir sowohl die Luxuswaren als auch die gelehrten Schriftrollen hier einmal aufdecken.
Dann sind wir alle durch, das heißt, alle Spieler haben ihre drei Assistenten genutzt. Und dann gibt es jetzt noch den sogenannten Flussbonus. Das heißt, wir würden jetzt auf dem Fluss gucken, welcher Spieler steht wo. Und je nachdem, wo man steht, dürfte man sich jetzt, je nachdem, welche Jagdschwellen man hier schon überschritten hat, dürfte man sich einen Bonus nehmen. Ich dürfte mir jetzt hier nur einen Siegpunkt nehmen. Christian dürfte sich entweder einen Siegpunkt nehmen oder ein Wasser oder ein Dinar oder eine Dattel. Wir sind ja aber beide noch auf dem Startfeld, von daher gibt es dann nichts. Und nach dem Werten des Flussbonus bleibt auch jeder auf dem Feld stehen, wo er da tatsächlich stand. Jetzt, bevor eine neue Runde beginnt, wird erstmal jetzt das Kamel an den nächsten Spieler im Uhrzeigersinn weitergegeben. Wichtig, der Durchgangsmarker, der wird nicht weitergegeben zu diesem Zeitpunkt. Der bleibt jetzt bei der Person noch stehen, der die jetzt vorher dann hatte. Ja, dann startet jetzt die neue Runde. Das heißt, wir starten wieder mit Phase 1 und jeder Spieler sucht sich wieder hinter seinem Sichtschirm entsprechend Cashies aus, die er ganz gerne ins Spiel bringen möchte. Macht das verdeckt, wenn alle das gemacht haben. Oh. Okay, noch nicht ganz so sicher. Nee, überhaupt nicht. Das ist ganz, ist ja nur ein ganz, Vorführspiel. Ja, ist trotzdem blöde. Okay, dann öffnen wir alle wieder die Hände und setzen entsprechend in die farblich passenden Bereiche. Ich habe jetzt hier braun die Sahara, da setze ich meinen Assistenten ein. Gelb, das ist hier wieder beim Zug. Und rosa, das ist jetzt hier unten der Bereich, da setze ich einen ein. Und wie gesagt, wichtig, in jedem Bereich kann maximal ein Assistent stehen, außer hier im Zug, da könnten sogar alle drei stehen. Dann bekommt wieder ein Spieler alle Cashies. Dann können wir hier wieder entsprechend sortieren. Und dann startet schon wieder Phase 2. Das beginnt mit dem Startspieler, sich jeder Spieler bis zu zwei Cashies einer Farbe nehmen darf. Du nimmst natürlich die blauen. Natürlich tue ich das. Natürlich tust du das. Da ist diesmal auch einer mehr rausgekommen. Das war deiner gewesen, vom letzten Mal. Da, ach, schön, dass es meiner vom letzten Mal war. Habe ich mir gemerkt. Das ist ja super. Das ist ja richtig dumm gelaufen. Dann nehme ich doch mal diesen hier. Diese Cashies, diese sandfarbenen, das ist dieser Bereich hier, die werden immer hier auf dem auf dem großen Wachturm dann abgestellt erstmal. Da gibt es so keine Einsatzfelder, wie bei den anderen Bereichen, sondern da setzt man sich hier auf den großen Wachturm. Ich hielt es einfach mal für eine gute Idee, den da einzusetzen. Ich hielt es nicht für eine gute Idee, ganz ehrlich nicht. Nee. Na, dann hast du wohl Pech gehabt. Dann nehmen wir uns mal den, das ist rosa, den packe ich hier rein. Rosa, da ist es so, man kriegt immer den Soforteffekt von dem Feld, wo man jetzt den setze ich hier ein, das heißt, ich darf einmal auf der weißen Treppe ein nach oben gehen. Ich stelle jetzt mal die Spielfiguren hin, weil das einfach besser zu sehen ist. Genau, das ist halt auch bei rosa, grün und braun bekommt man einen Einsatzbonus. Christian hat jetzt da den Einsatzbonus bekommen. Je nachdem, wo man den Cashy einsetzt, bekommt man einmal den Bonus, der an dem Feld daneben angedeutet ist. In dem Fall jetzt ein Schritt bei Christian auf der Palasttreppe. Dann nehme ich mir den braun. Auch im braunen Bereich bekommt man einen Einsatzbonus. Bei Braun haben wir jetzt mehrere Felder. Ihr seht hier, ich habe hier meinen Assistenten. Vom Assistenten geht hier einmal rechts so ein Weg hoch und einmal links so ein Weg hoch. Und ich kann vom Assistenten beginnt hier die Cashies einsetzen. Ich darf aber kein Feld überspringen. Das heißt, ich kann momentan entweder hier rechts oder hier links auf dem untersten Feld ein Cashie einsetzen. Oder hier unten, da gibt es bereits eine erkundete Sahara. Oder Oase vielmehr, da kann ich die auch einsetzen, da gibt es auch zwei Felder. Wobei man muss erstmal auf dem rechten Feld den Cashie eingesetzt haben, bevor man auf dem linken Feld da unten den Cashie einsetzt. Ich mache das jetzt einfach mal hier, ich setze mal hier hin. Hier ist nämlich der Einsatzbonus, dass ich jetzt diese Oase, wo ich den Cashie einsetze, erkunde. Das heißt, ich darf das Plättchen umdrehen. Und dann sehe ich schon mal was mit dieser Oase am Spielende. Wenn ich sie dann noch mit der Bezirksaktion aktiviere und hier hochgebracht habe, an Punkte bekommen kann. Hier würde ich nämlich zum Beispiel für orangene, lilane und gelbe Stadttore am Spielende 3 Punkte bekommen. So, ich sie dann noch aktiviert habe und hier hochgebracht habe. Das wäre aber die Bezirksaktion. Jetzt sind wir ja erstmal noch beim Einsetzen der Cashies. Christian ist wieder dran. Und ganz kurz, das war halt hier der Einsatzbonus. Das heißt, man erkundet die Oase. Bekomme ich. So, jetzt bin ich ja Startspieler, das heißt ich. Genau, Phase 3, das heißt Christian darf jetzt alle seine Assistenten in beliebiger Reihenfolge aktivieren. Den zuerst, ich gebe den gelben ab, ich hole mir diesen lustigen Schuh. Genau, das bringt ihm einmal 2 Punkte und eine Dattel. Kommst du ran? Und dann kriegst du die Luxusware auch. Genau. Das ist einmal die Geschichte. Dann mache ich hier einmal den Fluss. Beim Fluss ist es so, ich habe da einen roten stehen, also dann kriege ich ein Wasser als Ertrag. Und zwar egal, ob ich halt eben jetzt einen einsetze oder
die Aktion nutze, einfach nur weil ich ihn da habe. Und hier ist es so, ich mache diese zwei Schritte, das heißt, ich komme auf den Fluss 1, 2 nach vorne und ich gebe noch ein Wasser ab. Und mit dem Wasser darf ich noch einen Schritt nach vorne machen. Genau, das müsst ihr jetzt vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Wir hatten ja gesagt, entweder man nimmt seinen Assistenten raus und setzt einen zusätzlichen gleichfarbigen Cashi ein, oder man nutzt die Bezirksaktion des Bereichs. Und die Bezirksaktion hier beim Fluss ist, dass man so viele Schritte auf dem Fluss vorwärts gehen darf, wie man hier Cashis hat. Also in Christians Fall zwei Schritte. Immer wenn man auf dem Fluss vorwärts geht, egal durch was, durch welche Aktion auch immer, ob das nun durch hier irgendwo ist oder durch hier, darf man zusätzlich Wasser abgeben. Und für jedes Wasser, was man abgibt, darf man einen zusätzlichen Schritt auf dem Fluss dann vorwärts machen. Genau. Der letzte, da kann ich leider nichts machen, weil mich jemand mir den geklaut hat. Das heißt, ich nehme mir aus dem Vorrat entsprechend so einen beigefarbenen und setze den ein und bin schon fertig. Genau, und vielleicht noch als kleine Ergänzung, was Christian hier vorhin meinte, man bekommt immer das Wasser, egal ob man sich halt als Aktion für den Assistenten einen gleichfarbigen Cashi holt oder ob man die Bezirksaktion macht. Okay, dann bin ich ja schon dran. Hier habe ich ja noch keinen Cashi drin, von daher nutze ich hier die Aktion, dass ich den rausnehme und mir einen gleichfarbigen Cashi nehme. Und dann mache ich doch aber mal, ich darf den jetzt ja hier irgendwo einsetzen. Ach hier, du warst ja fertig, hier müssen wir noch die Luxusware aufdecken. Ist ja auch gar nicht schlecht, ne? Ich setze den mal hier ein, das heißt Einsatzbonus, ich bekomme den Ertrag, was hier nebenan angegeben ist. Das heißt, entweder einen lilanen, entweder einen gelben oder einen orangenen Cashi. Und ich nehme mir da mal einen gelben Cashi. Den stelle ich dann da rein. Damit habe ich dieses Feld abgehandelt. Hier würde ich jetzt tatsächlich mal auch die Aktion nutzen. Ich nehme den raus und hole mir einen gleichfarbigen Cashi. Den würde ich jetzt hier drauf stellen. Ich muss hier unten, wie gesagt, erst das rechte Feld besetzen. Und hier darf ich mir jetzt zwei beliebige Ressourcen nehmen: Wasser, Datteln oder Dinar. Und das in beliebiger Kombination. Und ich nehme mir da mal, was nehme ich mir da dann mal? Ich nehme mir da mal zwei Geld. Upsala. Das ist dann das gewesen. Und dann habe ich noch diesen hier, diesen Assistenten. Und mit dem könnte ich jetzt ja entweder in die Wechselstube gehen und zum Beispiel den Orangenen abgeben, um mir ein Geld und ein Wasser zu holen. Oder den Gelben abgeben, um mir eine Dattel oder ein Geld zu holen. Das mache ich aber nicht, sondern ich kaufe mir einen Luxusware. Und zwar kaufe ich mir diesen komischen Schubi, Christian, das so schön gesagt Der hat. hat bestimmt einen Namen, Da Entschuldigung. muss ich jetzt hier einmal einen orangenen Cashi abgeben, bekomme zwei Punkte. Habe Hast ich du? dir schon gegeben? Ja, sicher. Natürlich. Ja, spul zurück. Und ein Wasser als Ertrag und die Luxusware sammle ich dann bei mir. So, dann haben schon wieder alle ihre drei. Da decken wir noch wieder auf. Genau, danke. Dann haben schon Schön. wieder alle ihre drei Assistenten abgearbeitet. Dann kommen wir noch wieder zum Flussbonus. Als einziger du bekommst einen Siegpunkt. Machen wir Rundenende. Nur der Startspielermarker wechselt. Der Durchgangsmarker bleibt immer noch dann bei mir liegen. Ich bin immer noch der, der den Durchgangsmarker hat. Das heißt, wir starten jetzt wieder mit der ersten Phase der dritten Runde und schauen doch mal, was wir hier so Schönes machen können. Da wollte ich auf jeden Fall das, das und das. Machen wir einfach mal so. Hände auf. Setzen unsere Assistenten wieder in die gleichen farbigen Bereiche ein. Und dann darf wieder ein Spieler alles in den Turm schmeißen. Gucken wir doch mal, was jetzt rauskommt. Viele verschiedene bunte Sachen wieder rauskommen. Ah, keine So. Schleichwerbung. Viele, viele So. Bundes. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ist mir klar. Phase 2. Jeder Spieler darf sich bis zu zwei gleichfarbige Cashis nehmen. Ich nehme mir einmal den hier, setze den in den Bereich ein. Wie gesagt, hier im beigen Bereich setzt man die dann immer auf den großen Wachturm. So, ich nehme den, den packe ich hier rein. Das heißt, ich kriege sofort einmal Effekt. Ich darf hier ein nach vorne gehen. So hast du dir das also Ist schon gedacht. passiert. Ist schon passiert. Dann nehme ich doch mal, ich nehme mal diesen grauen Cashy, kommt in den Ich entsprechenden nehme den Bereich. braunen, den packe ich dahin und Einsatzeffekt, ich darf das sofort umdrehen. Das darfst du wohl. Und ich nehme hier den weißen. Und ihr Noch. seht schon, ihr müsst euch nicht die Cashys nehmen, hatten wir schon mal geschrieben, wo ihr die Assistenten drinstehen habt. So, Phase 2 zu Ende, Phase 3, das heißt in Startspielerreihenfolge. Erstmal jeder seine drei Assistenten in beliebiger Reihenfolge. Darauf, wie gesagt, achten, ob ihr in dem Bereich, wo die Assistenten stehen, noch Wasserträger habt. Dann bekommt ihr nämlich ein Wasser. Habe ich leider nicht. Ist ziemlich unglücklich. Ich mache mal den hier.
Und einfach mal spaßeshalber, um das zu zeigen. Ich könnte ihn jetzt ja entweder rausnehmen, um einen grauen Cache hier reinzusetzen, oder ich mache die Bezirksaktion. Ich mache hier jetzt die Bezirksaktion. Ich habe hier einen Gelehrten drinstehen. Das heißt, ich kann mir maximal eine Schriftrolle nehmen, wo ich auch einen Gelehrten brauche. Und ich nehme mir diese Schriftrolle. Die kostet mich eine Dattel. Und ich bekomme sofort drei Datteln. Das heißt, ich nehme hier nochmal zwei Datteln dazu. Ich musste natürlich die eine Dattel vorher bezahlen können, ist natürlich ganz klar. So, damit habe ich den abgehandelt. Das Plättchen lege ich hier bei mir mit hin. So, dann kommen wir jetzt hier zu diesem Bereich, diesem beigen Bereich. Entweder ich kann ihn rausnehmen, um mir einen beigen Cache dazuzusetzen, oder ich mache die Bezirksaktion und das mache ich jetzt mal. Die Bezirksaktion ist hier, dass man sich Stadttore kaufen kann, und zwar hier oben aus der Auslage. Man kann sich maximal so viel Stadttore kaufen in dem Moment, wie man hier beigefarbene Cachis drin hat. Das heißt, ich kann mir maximal zwei Stadttore kaufen. Wenn ich mir ein Stadttor kaufe, muss ich gucken, je nachdem, wo es wegnehmen, was es kostet. Hier kosten die Stadttore nichts, aber ich verliere drei Punkte. Hier kosten die Stadttore ein Dinar, ich bekomme einen Punkt. Hier kosten zwei Dinar, ich bekomme drei Punkte. Hier kosten sie drei Dinar, ich bekomme sieben Punkte. Diese Stadttore kann man hier einsetzen. Und jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, welches Stadttor ich denn ganz gerne haben möchte. Und ich mache das jetzt, glaube ich, spaßeshalber mal so, weil ich es kann. Ich kaufe mir hier mal dieses gelbe Tor hier. Das kostet mich ein Geld, das heißt, ich muss ein Geld abgeben. Ich bekomme erstmal einen Punkt. Und jetzt habe ich hier in meinem Bereich verschiedene Plätze, wo ich diese Stadttore einsetzen kann. Und es gibt hier Bereiche, die gehören auch immer zu den farblich passenden Bezirken. So nenne ich es jetzt einfach mal. Hier ist ein rosanes abgebildet, hier ein schwarzes, hier ein grünes und so weiter. Und immer wenn ich das Stadttor passend auf das entsprechende Feld lege, wo es hingelegt werden kann, also ich kann es beliebig hinlegen, ich kann das Stadttor auch hier hinlegen, das Gelbe auf Rosa, dann bekomme ich aber nicht die zwei Punkte. Wenn ich das farblich passende Tor auf das farblich passende Feld lege, bekomme ich auch noch zwei Punkte. Das heißt, ich lege dieses gelbe Stadttor jetzt hier hin, wo ich gelb, orange und lila hinlegen dürfte. Das heißt, ich bekomme hier nochmal, weil ich es farblich passend eingesetzt habe, zwei Punkte. Dann kommt hier der beigefarbene Cashy dazu. Und ich bekomme jetzt aus dem Vorrat einen zum Tor passenden Cachi, den ich jetzt erstmal neben meinem Spielertableau absetzen muss, bis ich mit der Aktion komplett fertig bin. Okay, und die zwei Punkte bitte noch. Genau. So, und dann möchte ich ja gerne natürlich noch ein zweites Tor mir kaufen. Und da machen wir doch einfach mal, was gibt es denn da noch, was nicht ganz so teuer ist? Das passt doch. Ich kaufe mir noch so ein weißes Tor hier. Das nehme ich wieder aus dem Bereich. Das heißt, ich muss wieder einen Dinar bezahlen, bekomme wieder einen Siegpunkt. Und auch dieses lege ich jetzt hier, upsala, auf das farblich passende Feld. Das heißt, ich bekomme dafür auch nochmal zwei Punkte, muss da entsprechend den beigen Cashy dazustellen und bekomme jetzt auch noch dann einen weißen Cashy. Und jetzt bin ich ja durch mit dieser Aktion hier im beigen Bereich. Mehr beigefarbene Cashys habe ich nicht. Von daher kann ich mir nicht mehr Stadttore kaufen. Jetzt stelle ich diese Cachis, die ich bekommen habe, hupsala, in die entsprechenden Bereiche. Das heißt, weiß hierhin und der gelbe in den Zug entsprechend. Und der kann raus, den habe ich abgehandelt. Dann komme ich noch zu dem hier. Für den hier könnte ich jetzt ja entweder wieder zur Wechselstube gehen und momentan nur einen gelben abgeben, um dafür eine Dattel und Geld zu bekommen. Oder ich kaufe mir eine Luxusware. Ich kaufe mir die Luxusware, die kostet mich hier zwei gelbe Cachis. Die lege ich ab. Ich bekomme bitte einmal vier Punkte. Und ich bekomme zusätzlich noch zwei Wasser. So, dann bin ich schon wieder durch. Meine Assistenten sind abgewickelt und Christian ist dran. Gut, dann starte ich erstmal hier mit Weiß. Da habe ich nichts, von daher nehme ich ihn raus und bekomme einen weißen Cashy, den ich dort erstmal platziere, ohne Effekt, sage ich mal. Hier bei Braun möchte ich auch gerne einen braunen Cashy haben, das heißt, ich nutze es noch nicht aus. Pack den hier unten rein. Und dann kommt der Assistent auch raus. Und dann mache ich hier noch Rosa. Und bei Rosa ist es jetzt so, dass ich da wirklich einen von meinen Cachis quasi aktivieren Also machst du möchte. Bezirksaktion. Genau, und zwar mache ich das einmal hier. Das ist halt eben diese weiße Stufengeschichte hier. Das heißt, ich darf nach oben gehen. Wenn ich sage, ich nutze das aus, dann nehme ich dieses Drehrad in der Mitte und drehe es um ein Segment weiter im Uhrzeigersinn. Und jetzt wird quasi geschaut, wie viele Leute stehen neben der Aktion, die ich ausführen möchte.
A, ich muss ein Cache daneben stehen haben, damit ich die Aktion überhaupt ausführen kann. Das heißt, die ganzen hier könnte ich momentan gar nicht nutzen, weil da kein Cache daneben ist, aber hier ist einer. Das heißt also, ich mache die weiße Aktion, Stufen, Treppenstufen hier nach oben gehen und das darf ich dann machen in der Anzahl der Personen, die daneben ist. In diesem Fall sind das zwei, das werdet ihr wahrscheinlich nicht erkennen, ist aber so. Das heißt, ich mache eins, zwei Schritte auf der Treppe, bin hier über so eine Stufe rübergekommen. Das Über so eine heißt, Schwelle. genau, bekommt einmal aus dem Vorrat ein Geld dafür. Und dann wird geschaut, was für eine Verbindung hat der Weiße mit dem Schwarzen. Also dieser weiße Bereich mit dem schwarzen Bereich. Das ist jetzt hier ein Bereich, das ist ein Bereich. Und da sieht man, hier ist so eine Linie eingezeichnet. Und alles, was an dieser Linie dran ist, das darf ich jetzt mir nehmen, einen davon. Wer der Also jetzt zum nicht alles, Beispiel, ein Bonus maximal wer der eine davon. Stufe höher, dann könnte ich eben hier diese Linie nehmen. Man muss ein bisschen aufpassen, weil wenn man jetzt zum Beispiel, merkt ihr mal, ich bin hier, wenn ich jetzt hier wäre, dieser Bereich hat zu dem untersten gar keine Verbindung, da gibt es keine Linie und dann hätte ich mit sauren Gurken gehandelt und würde gar nichts bekommen. Ich glaube, da Genau, stand er jetzt, ne? richtig. So, das heißt, hier auf dieser Linie bin ich und ich nehme das in der Mitte. Das bedeutet, ich darf auf dem Flussfeld ein nach vorne gehen. Und immer wenn man auf dem Fluss einen nach vorne macht, könnte Christian jetzt auch noch zusätzlich Wasser abgeben, um noch zusätzliche Ja, Schritte zu machen. brauche ich nicht. Machst du Nicht nicht. in der Probe, Also ne? dieser Effekt wird hier bei den beiden Treppen, ich sag mal, auf beiden Seiten immer dann ausgelöst, sobald man eine Schwelle überschreitet. Immer wenn man eine Schwelle überschreitet mit einer Figur, egal ob auf der weißen oder auf der schwarzen Treppe, bekommt man einmal diesen Schwellenbonus, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Das heißt, man bekommt ein Geld und danach schaut man dann, wo die beiden Figuren benachbart stehen, sucht sich die entsprechende Verbindung heraus, die zwischen den eigenen beiden Figuren ist und darf sich ein dieser Boni von diesen Verbindungen dann letztendlich dann nehmen. Okay, das war ja schon mal dann bei dir. Da hast du ja auch schon mal alles soweit gemacht dann, ne? Genau, dann Warte kommt mal, wieder hier muss noch der, aufgedeckt werden. da auch nochmal. Und dann kommt Da wieder muss der auch noch Flussbonus. aufgedeckt Michaela ist werden. wieder ganz weit hinten, kriegt nichts. Und ich Ja, habe jetzt ganz weit hinten, danke. zwei übersprungen. Das heißt, ich kann mich jetzt entscheiden, ich nehme entweder einen Siegpunkt oder ich nehme eine beliebige Ressource und ich nehme mir an der Stelle ein Genau, Geld. wobei beliebige Ressource ist dabei entweder Dattel, Geld oder Wasser in dem Moment. Genau, dann haben wir schon wieder die dritte Runde durch. Das heißt, Rundenende. Rundenmarker geht wieder weiter im Uhrzeigersinn an den nächsten Spieler. Durchgangsmarker geht immer noch nicht weiter. Man nimmt seine letzten verbliebenen drei Cashies und setzt die wieder den Farben entsprechend ein. Und jetzt haben wir beide einen roten Cashy. Und jetzt ist die Besonderheit beim roten Cashy, wir haben ja schon gesagt, der rote Cashy hat keinen eigenen Bereich. Jetzt darf man sich für diesen roten Cashy einen beliebigen Bereich aussuchen, wo man diesen Assistenten für den roten Cashy einsetzt. Das ist also vollkommen egal dann. Und da kann man natürlich gucken, was vielleicht der andere Spieler dann auch macht. Ich gehe mal hier hin mit meinem und den anderen muss ich dann, wie gehabt, weil das ein Lilane ist, hier in den Zug setzen. In den Zug? In In den den Zug, in Zug. den Zug. Ich habe gerade Zug gesagt, habe gedacht, hört sich so ein bisschen an wie Zug. Was machst du? Ach, das ist hier relativ mistig alles. Findest du? Ja, ich habe nicht so die rechte Idee. Ich mache den einfach mal So, auf dann Nummer kommen die wieder sicher. alle rein. Und dann schauen wir doch mal, was rauskommt. Oh, na toll. Oh, zwei rote, zwei schwarze. Ja, ich muss auf Schwarz gehen, das nützt nichts. Okay. Jeder darf sich ja bis zu zwei Cashies in einer Farbe nehmen und beginnt mit Christian als Startspieler. Ich habe jetzt hier zwei rote bekommen. Das heißt, ich darf die jetzt hier auf beliebige freie rote Wasserträgerfelder stehen und ich setze die mal so dann ein. Ist ja nur ein Probespiel. Ich nehme einfach mal den. Gut, dann bekomme ich noch den gelben. Dann sind wir schon bei Phase 3. Das heißt, du bist Startspieler. Du darfst alle deine drei Assistenten Ich beliebiger mache einmal Reihenfolge schwarz, abwandeln. aktiviere ich. Das heißt, ich habe hier zwei schwarze Caches. Ich darf hier zwei Schritte nach vorne. Eins, Also wichtig, zwei. das ist jetzt die Bezirksaktion für Schwarz. Bekomme ein Geld, weil ich da rüber bin. Über die Genau. Schwelle. Und jetzt habe ich wieder halt eben, sobald ich über diese Schwelle bin, wird geschaut, habe ich eine Verbindung. Jupp, habe ich. Das heißt, also ich kann irgendeine von diesen vier Uni. verschiedenen Aktionen mir nehmen. Und ich nutze an der Stelle einmal, dass ich hier so einen rosafarbenen Cache mir nehme. Den setze ich dann hier auch direkt ein. Also ihr seht hier auch, es gibt hier halt verschiedene Boni. Wenn das solche Zeichen sind, ist es halt der Cashy in der entsprechenden Farbe. Dann setzt man den sofort ein und gegebenenfalls Einsetzbonus beachten. Bei Grün, Rosa und Braun gibt es ja diesen Einsetzbonus. Man kann aber auch Siegpunkt oder Geld sich nehmen oder hier oben einen beliebigen Cashy oder hier zwei gleiche beliebige, also zwei gleichfarbene Cashys. Ja, so gibt es hier halt verschiedene Boni dann. Oder hier gibt es zum So, Beispiel noch eine Dattel und ein Wasser. ich setze den einmal hier ein. Das heißt, ich darf mir jetzt hier einmal Bonus nehmen, irgendeinen
lilafarbenen, orangefarbenen oder gelbfarbenen Cashew und ich hätte an der Stelle gerne einen Einen orangefarbenen. orangefarbenen Cashew hättest du Dankeschön, gerne, den packen wir okay. da rein. Das war Aktion Nummer 1. Dann Aktion Nummer 2 ist diese Geschichte, aktiviere ich auch. Ich gebe hier die zwei orangefarbenen ab für das Teil. Das heißt, Christian bekommt einmal 4 Siegpunkte und Christian bekommt einmal 2 Datteln. Das ist der Plan, genau. Mhm. Zack und zack. Und dann habe ich jetzt noch den hier übrig. Das heißt, ich bin in diesem Segment unterwegs. Und da mache ich das so, dass ich auch wieder aktiviere. Das heißt, den Bezirksbonus nutzt, also sich Genau. nicht einen gleichfarbenen Cashew nimmt. Ich gebe einen ab Und und ich welchen hätte nimmst ganz du? gerne den. Ah Das ja. ist ein Also beigefarbener. Christian muss hierfür einen Gelehrten haben. Eine Dattel hat er bezahlt und bekommt sofort einen beigefarbenen, den er jetzt auf seinen großen Wachturm dann setzt. Dann bist du ja schon wieder durch. Richtig. Okay, dann fange ich hier mal an in dem Bereich. Bezirksaktion habt ihr ja schon gesehen. Bei Schwarz und Weiß ist die Bezirksaktion jeweils so, dass man auf den entsprechenden Treppen, entsprechend der Cashies, die man in dem Bereich hat, dann weitere Stufen nach oben kommt. Hier habe ich ja nichts. Ich habe aber einen roten Wasserträger. Das heißt, ich bekomme erstmal ein Wasser. Das bekommt man ja immer, egal ob man die Bezirksaktion macht oder so wie ich es jetzt mache, den Assistenten rausnehme und mir einen gleichfarbenen Cashy da einsetze, um den Bereich zu verstärken. Dann, wir müssen hier nochmal aufdecken von dem, was du gerade eben gekauft hast. Dein Zug war ja zu Ende. Dann mache ich hier mal bei Weiß. Auch hier habe ich einen drin. Ich bekomme also auch ein Wasser. Und hier mache ich jetzt tatsächlich mal die Bezirksaktion. Das heißt, ich darf 4 Schritte hier auf der weißen Treppe machen. Ich mache 1, 2, 3, 4. Bin jetzt auch über diese erste Schwelle gekommen. Bekomme dafür einen Diener und gucke jetzt auch, wo stehen meine beiden Assistenten hier auf den beiden Treppen. Suche mir die Verbindung und kann mir entsprechend dem dann was nehmen. Ich glaube, den Fluss kann ich vergessen. Von daher nehme ich mir hier mal ein Geld. Beim Fluss werde ich eh nichts mehr in dieser Runde. Oh, doch, wenn du genug Wasser ausgegeben hättest. Stimmt, ich könnte noch Wasser ausgeben, Dann ne? wird es bloß ein bisschen knapp nachher mit dem Ich Bezahlen, habe noch aber hey. 2 Wasser. Ich hätte 4 Wasser ausgeben können, ne? Und wäre dann wäre ich sogar vor dich Hast du jetzt gekommen, hier ne? Geld schon genommen? Dann gibst du mal bitte ganz schnell Ja, dann wieder mache ich ab. das doch mal anders. Dann mache ich das Ah, so. ja, ich gebe hier einen Tipp. Das Ja, ist danke. unglaublich. Ich wollte aber damit was zeigen, was richtig cool Ich ist. nutze nämlich jetzt Ich das wollte hier. damit was richtig Cooles zeigen. Ja, cool. Ja. Setz mich bitte mal einen Schritt nach vorne. So, und jetzt kann ich ja noch beliebig viel Wasser abgeben, um noch weitere Schritte zu machen. Ich muss hier beachten, dass ich gleich meine Bewohner ernähren kann. Von daher 2 Wasser brauche ich. Das heißt, ich gebe jetzt mal 4 Wasser ab. 1, 2, 3, 4. Oh, das ist natürlich schlecht. Okay, wenn man auf das gleiche Feld kommt, wo schon einer steht, muss man sich hinten dran stellen. Das heißt, man muss sich hinter denjenigen dann anstellen. Das ist jetzt aber sehr schlecht. Dann gebe ich noch ein weiteres Wasser ab und komme noch mal einen Schritt weiter vor. Weil ich habe nämlich gerade was gesehen, was ja gleich auch noch passiert. So, von daher, das ist erledigt. Dann kommen wir noch hierzu. Hier kann ich jetzt ja entweder mit dem einen in die Wechselstube gehen, mir eine Dattel und ein Geld holen, weil ich ja nur einen gelben habe, oder mir hier noch so ein Schüchen holen. Brauche ich noch ein Schüchen? Och, ich mache das einfach mal. Ich gebe den gelben ab, hole mir also eine Luxusware, bekomme einmal bitte 2 Punkte und eine Dattel. Den lege ich dann hier bei mir ab. Gut, okay, dann sind wir schon wieder durch. Dann kommt jetzt der Flussbonus. Das heißt, ich könnte jetzt entweder einen Siegpunkt nehmen oder eine Dattel oder ein Dinar oder ein Wasser. Ich nehme mir ein Wasser. Ich nehme auch ein bisschen. So, und jetzt haben wir einen kompletten Durchgang durchgespielt. Das heißt, wir sind jetzt am Ende eines Durchgangs und jetzt kommt die sogenannte Durchgangswertung. Es kommt erstmal die Flusswertung. Jetzt wird erstmal geschaut, wer steht hier auf dem Fluss am weitesten vorne? Oh, das bin ja ich. Und derjenige, der hier am weitesten vorne steht, der darf jetzt diesen Flussbonus für diesen Durchgang nutzen. Das bedeutet jetzt hier in dem Moment, ich darf einen beliebigen Bereich aktivieren. Okay, dann darf ich jetzt ja einen beliebigen Bezirk hier einmal aktivieren und die Bezirksaktion durchführen. Und da wir euch hier bisher in der Sahara, in diesen Bauernbereichen, nur die Einsatzaktion gezeigt haben oder den Einsatzbonus, zeige ich euch jetzt hier mal die Bezirksaktion. Bei der Bezirksaktion ist es nämlich so, dass man hier diese Oasen hier aktivieren kann, aber nur bereits erkundete Oasen kann man aktivieren. Wenn man sie aktiviert, muss man immer das bezahlen können, was auch in der Mitte steht. Man darf auch beliebig viele Oasen in dem Moment aktivieren, wenn sie dann aber schon erkundet sind. Ich kann jetzt momentan nur diese Oase aktivieren, weil nur die erkundet ist. Das heißt, ich muss ein Geld abgeben und dann kommt dieses Oasenplättchen hier raus.
Und das lege ich dann hier oben hin. Ich hatte ja gesagt, man legt die aktivierten Oasen hin und zwar von links nach rechts, beginnt bei dem grünen Pfeil. Wenn da drunter so ein Cache ist, dann wird der jetzt sofort in den farblich passenden Bereich eingesetzt. Auch da müsst ihr gegebenenfalls den Einsatzbonus beachten. Bei grün sofort ein Siegpunkt, bei rosa sofort entsprechend da, wo ihr es einsetzt, den Bonus ausführen. Und bei braun ist ja der entsprechende Bonus, dass ihr so ein Plättchen hier umdrehen dürft oder dass ihr hier, wenn ihr das fällt, dann noch belegt zwei Siegpunkte bekommt. Das hier bedeutet jetzt schon mal, dass ich am Spielende für jedes, ja, orangene, lila und gelbe Tor dann drei Siegpunkte bekommen würde. Das wäre also ein Plättchen von den Oasenplättchen. Ich darf ja maximal drei Oasenplättchen am Spielende werten, was ich dann schon werten könnte. So, als nächstes kommen wir dann bei der Durchgangswertung. Die Flusswertung haben wir durch. Kommen wir dann zur Versorgung der Bewohner. Das heißt, jeder schaut, was hat er auf seinem Versorgungsplättchen drauf, muss die entsprechenden Ressourcen abgeben. Wie gesagt, wenn man das nicht kann und es fehlt einem vielleicht auch nur eine Ressource, dann verliert man sämtliche Ressourcen, die man hat und auch noch zusätzlich die Siegpunkte, in jedem Fall minus vier Siegpunkte, die auf dem Plättchen drauf sind. Danach nimmt jetzt jeder seine beiden Versorgungsplättchen, die jetzt noch bedeckt sind, und muss sich davon ein neues Versorgungsplättchen aussuchen. Das müssen wir jetzt zusätzlich am Ende des zweiten Durchgangs erfüllen. Das heißt, am Ende des zweiten Durchgangs muss ich vier Wasser, eine Dattel und ein Geld abgeben können. Das wird langsam ganz schön schmerzlich. So, dann kommt jetzt noch die Vorbereitung für den nächsten Vorgang. Das heißt, die Wechselstube, die wir hier haben, die wird einfach abgelegt. Es wird eine neue Wechselstube aufgedeckt. Ihr habt also für jeden Durchgang eine Wechselstube hier liegen. Das Flussplättchen da drüben wird ausgewechselt. Da wird das Plättchen für den nächsten Durchgang hingelegt. Genau, die Fischer, die kommen leider wieder auf das Startfeld zurück. Das heißt, man fängt wieder von vorne an. Und jetzt geht halt auch der Durchgangsmarker an den Spieler im Uhrzeigersinn, an den nächsten Spieler weiter. Und der bekommt dann auch den Rundenmarker, egal wo der Rundenmarker zu dem Zeitpunkt steht. Und jeder Spieler bekommt jetzt auch wieder 12 verschiedenfarbige Cashies als Start. Kapital für die nächste Runde. Guckst du einmal kurz, ob du 12 hast, ob ich mich Jo, hier passt. irgendwie vertan habe. Muss man mal ganz kurz einmal hier bei mir gucken. Genau, und dann würde jetzt der nächste Durchgang starten und wir würden jetzt noch zwei Durchgänge dann durchspielen. Okay, dann kommen wir noch zum Spielende und zur Schlusswertung. Also wenn der dritte Durchgang inklusive der Durchgangswertung beendet ist, dann bekommt man halt nochmal Punkte. Und zwar bekommt man für jeden komplett gefüllten Bereich nochmal 10 Punkte. Komplett gefüllt ist jeder Bereich, wenn er aus den 8 farbigen Cashies besteht, plus dem Wasserträger, also insgesamt 9 Cashies drinstehen. Das heißt, dieser Bereich wäre bei mir komplett gefüllt. Dafür würde ich jetzt einmal 10 Punkte dann bekommen. 37. So, hier bei dem Zug, den kann man nicht befüllen, alle anderen oder nicht vollständig machen, weil da gibt es keine entsprechenden Felder. Das seht ihr ja, alle anderen Bereiche könnte man dann halt entsprechend vervollständigen. Danach würde man noch gucken, welche Oase man hier oben reinlegen kann, also welche Oase hat man dann mit der Bezirksaktion hier oben aktivieren können. Wie gesagt, aktivieren bedeutet ja, Christian hat das da ja fleißig gemacht, er hatte da Cache stehen. Das heißt, wenn er da einen Assistenten eingesetzt hat mit der Bezirksaktion, konnte er jetzt dann sagen, er bezahlt die entsprechenden Kosten. Man kann auch mit der Bezirksaktion da beliebig viele Oasen, die bereits erkundet sind, also wo schon ein Cache daneben steht, kann man dann beliebig viele aktivieren, solange man die Kosten in der Mitte dann bezahlen kann. Und die hat Christian schon fleißig hier oben hingelegt und in der Endwertung darf man jetzt maximal drei dieser Oasen werten. Das heißt, Christian würde sich jetzt seine drei kostbarsten dann aussuchen und davon nochmal Siegpunkte dann Also bekommen. das Ding wird man wahrscheinlich nicht erkennen. Das sind erstmal drei Siegpunkte sowieso als Grundeinkommen, sage ich mal, und ein Siegpunkt pro braunen Cashy, den ich habe. Ich habe also jetzt hier fünf, das wären dann in Summe acht für das Plättchen zum Beispiel. Genau das Plättchen einmal für die grauen Geschichten, da hätte ich jetzt nur zwei, das heißt drei plus zwei wären fünf Punkte. Und hier einmal drei plus ein Punkt pro Plättchen, das ich hier aus diesem Bereich gekauft habe. Jetzt stand jetzt, wir haben es ja übersprungen. Hätte ich halt eben zwei Stück gehabt, das heißt, es wären zwei Punkte. Gegen Ende des Spiels hätte ich sehr wahrscheinlich mehr gehabt. Von daher, aber jetzt, Stand jetzt, wären das auch nochmal 5 Punkte extra. Genau, die gebe ich dir einmal wieder. Und ich hatte hier momentan erstmal nur eine Oase und hier hätte ich halt drei Punkte für jedes orangene, lila und gelbe Tor bekommen. Ich habe hier ein gelbes, ein orangenes und lila Tor, hätte also in Summe dafür dann nochmal 9 Punkte bekommen. Und dann bekommt man noch für je zwei im Besitz.
ja, befindliche Ressourcen, Diener, Datteln und Wasser. Und halt für diese Cache, die hier noch stehen, orangene, lilane und gelbe, bekommt man jeweils nochmal einen Punkt, also für je zwei davon. Das heißt, das wäre ein Punkt, das wäre ein Punkt, das wäre ein Punkt, wären bei mir nochmal drei Punkte. Ja, und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Herrscht Gleichstand, gewinnt derjenige, der hier auf der Palasttreppe weiter oben ist. Herrscht auch da Gleichstand, würde der dann gewinnen, der hier weiter oben ist auf der Moscheetreppe. Und wenn da noch mehrere Spieler dann am Gleichstand beteiligt sind, dann teilt man sich dann den Sieg. So, dann kommen wir noch mal einmal ganz kurz zu den Modulen. Es gibt insgesamt fünf verschiedene Module im Spiel. Es gibt nämlich zum einen die sogenannten Stufenplättchen. Die Stufenplättchen, die werden einfach, wenn man das mit reinnimmt, das Modul in den Sack geschmissen und dann lässt man die zufällig hier rausplumpsen und die werden nach bestimmten Vorgaben hier dann verteilt, sodass sie letztendlich die Boni hier abändern können. Wobei zum Beispiel diese Felder, die ganz links außen sind, also diese Geldfelder und auch die rechten Felder, wo die Siegpunkte drauf sind, die werden nicht überdeckt. Das Wasser fällt auch nicht. Und dann müsste es laut Anleitung so sein, wobei da nur drin steht, die rechten Felder mit Siegpunkten mit Dinar werden nicht belegt, aber dass diese beiden Felder auch nicht belegt sind, weil nur danach bleiben 12 freie Felder, weil, Entschuldigung, diese beiden Felder hier oben werden auch nicht belegt, wo man zwei gleiche beliebige Caches ziehen darf oder auch einen beliebigen Caches, die werden auch nicht mit belegt, aber nur dann bleibt es hier letztendlich bei 12, sodass er hier ein bisschen die Boni abändern kann. Das wäre das erste Modul. Dann gibt es noch das Modul, das heißt Imam und Sultan. Da kommen zwei Spielfiguren mit ins Spiel. Diese Spielfigur wird auf das Feld der Treppe gesetzt. Hier ist so eine Figur abgebildet. Da stellt ihr entsprechende Figur dazu. Auf der schwarzen Treppe gibt es hier auch ein Feld, wo die Figur abgebildet ist. Da stellt ihr die dazu. Und dann gibt es hier noch das Brunnenplättchen. Das wird hier oben abgelegt. Und da ist es einfach so, wenn ein Spieler hier irgendwann, ja, gleich auf mit dem jeweiligen ist, mit der jeweiligen Figur. Ab dann kann er den Bonus nutzen und zieht die Figur auch immer weiter mit sich hoch. Das gleiche wäre hier. Man ist dann auf gleicher Höhe und zieht die Figur dann mit sich hoch. Und bei dem Weißen hat man halt als Vorteil, dass man für jede Gelehrtenschriftrolle, die man sich kauft, und zwar auch für jede, immer eine Dattel weniger zahlt. Bei dem Schwarzen ist es so, wenn er mit einem auf gleicher Höhe ist, zahlt man immer für jede Luxusware einen beliebigen Cashi dann weniger. Da hat man also eine Ermäßigung. Sollte es mal so sein, dass ein Spieler einen Jäger holt, dann klaut er einem die Figur und dann ist die Figur, hilft die Figur demnächst denen. Sobald einer hier ganz oben angekommen ist, dann verlässt diese Figur den Spieler und hilft dem anderen Spieler. Wobei das ist ein bisschen blöd erklärt in der Anleitung, weil es da heißt, er hilft dem Spieler, der auf der Treppe als nächstes auf der nächsthöheren Stufe ist. Wobei vom Grundsatz her müsste es ja eigentlich so sein, dass der nicht weiter runtergehen darf als bis zu dem Feld, wo letztendlich seine Ja, Startposition ist. aber das Aber steht da das nicht. geht aus der Anleitung leider nicht klar hervor. Genau, dann haben wir noch das Modul Wechselstuben. Mit denen haben wir nicht von Anfang an gespielt, weil ich hatte in der Anleitung gar nicht gesehen, dass es Basiswechselstuben und Erweiterungswechselstuben gibt. Es gibt, wie gesagt, diese sechs Wechselstuben, die hier zwischen diesen Bereichen jeweils so ein kleines Muster haben, also hier zwischen Gelb und Lila und zwischen Lila und Orange. Das sind einfach sechs Wechselstuben. Die werden zu den anderen Wechselstuben dazugemischt und dann ist der Aufbau aber der gleiche. Man zieht immer drei zufällige und die drei gelten dann für das ganze Spiel. Man kann auch nur mit diesen zusätzlichen Wechselstuben spielen. Wie gesagt, hatten wir aus Versehen von Anfang an drin. Dann gibt es halt noch dieses Modul, dass man die Zuschauerscheibe einfach auf die Rückseite drehen kann. Das heißt, alle Spieler müssen sich am Spielbeginn einigen, ob sie alle mit der rosanen oder alle mit der lila Seite spielen. Und da gibt es halt ein Feld, wo dann vier Zuschauer sind oder wo auch gar kein Zuschauer sind. Alles andere bleibt gleich. Bei Spielbeginn würde man sich hier für die Ausrichtung dann entscheiden. Und die letzte Erweiterung, die es noch gibt, die heißt Wüstenstädte. Pack mal ganz kurz das Spielmaterial hier einmal hin. Da bekommt jeder Spieler zu Spielbeginn einmal zwei Abdeckplättchen. Ein Abdeckplättchen wird hier oben hingelegt. Das heißt, man muss jetzt seine Ressourcen neben dem Spielplan oder neben seinem Spielplan sammeln. Da kommt ein Abdeckplättchen hin. Das andere Abdeckplättchen kommt hier unten hin. Das heißt, diese Oase steht einem nicht zur Verfügung. Das heißt, man kann hier unten die beiden Felder auch gar nicht mit seinen Caches besetzen. So, und von diesen Wüstenstädten-Plättchen werden jetzt Spieleranzahl abhängig zufällig Plättchen gezogen. Und zwar im Zwei-Personen-Spiel drei zufällige Plättchen. Das heißt, ich nehme jetzt hier einfach mal drei Plättchen. Die werden dann offen hingelegt.
Und die anderen Plättchen kommen aus dem Spiel, sodass jeder diese Plättchen halt sehen kann. Ich habe jetzt hier nicht genug Platz, von daher lege ich die jetzt einfach mal hier hin. Und jetzt könnt ihr halt hier, wir haben ja gesagt, es gibt ja einmal den Bonus, dass man hier einen wegnehmen darf. Und dann muss ich ja beginnt vom Assistenten, wenn ich hier einen neuen einsetze, hier einsetzen. Das heißt, ich kann hier auch weiter nach oben gehen, komme zu den weiter entfernten Feldern. Wenn ich da hinkomme, tun wir mal so, ich konnte das und das machen, kann jetzt mit dieser Aktion, ich nehme den raus, möchte damit einen braunen einsetzen, dann darf ich den hier oben einsetzen und dann darf ich mir eine dieser drei Wüstenstädte dann aussuchen. Und ich suche mir jetzt zum Beispiel dieses Wüstenstädtenplättchen aus. Die werden übrigens auch mit der Nachtseite aufgedeckt, also zu oberst hingelegt. Und das bedeutet jetzt, dass ich, sobald ich dieses Plättchen aktiviere, mir sofort eine der offenliegenden Luxuswaren aus der Ausnahme nehmen darf. Und ich muss dafür keine Cashies abgeben und bekomme dafür die entsprechenden Siegpunkte bzw. dann auch noch vielleicht Ressourcen dazu. Das wird auch mit der Nachtseite hier hingelegt bekommen. Es gibt auch Plättchen, die dann fürs Spielende wichtig sind. Hier bekommt man zum Beispiel am Spielende 2 Punkte für jedes Tor, was man in seiner hier Auslage schon verbaut hat. So, und ich kann jetzt auch mit der Aktion, mit der Bezirksaktion, wo ich hier die Oasen, diese werden ja natürlich dann umgedreht, weil die sind ja erkundet, weil ich dann eben ja schon Cashies liegen habe, das ist ja der Einsatzbonus. Wenn ich jetzt Oasen aktiviere, kann ich jetzt auch diese Oase mit aktivieren. Und ich kann ja beliebig viele mit der Bezirksaktion hier aktivieren. Das heißt, ich könnte jetzt hier ein Wasser und eine Dattel abgeben, ein Wasser, ein Geld und eine Dattel. Dann könnte ich die beiden hier einmal aktivieren, dürfte die hier oben hinlegen. Und hier dürfte ich für Abgabe von einem Lila, einem Gelben und einem Orangenen, also 3 Cashies, ein Orange, ein Gelben und ein Lila, dürfte ich dieses Plättchen hier aktivieren. Das wird allerdings nur umgedreht. Und jetzt hätte ich diese Wüstenstadt aktiviert. Das heißt, in dem Moment würde jetzt die Sofortaktion auch zum Tragen kommen. Das heißt, ich dürfte mir jetzt eine beliebig offenliegende Luxusware nehmen und müsste dafür keine Waren-Cashies abgeben. Und bleibt dann hier oben auch liegen. Das heißt, das wird hier nicht hingelegt. Hätte ich jetzt hier ein Plättchen genommen, was mir Siegpunkte am Spielende bringt, dann könnte ich hier oben einmal, wie immer, die 3 wertvollsten Oasen werten, aber auch zusätzlich noch die Wüstenstädte, die ich hier oben vielleicht schon liegen habe. Ja, das war unsere Vorstellung, unsere Regelerklärung zu dem Spiel Marrakesch. Und dann können wir mal zu unserem Fazit kommen. Wir können ja mal bei dir anfangen. Hat sich das bestätigt? Weil das war ja auf deiner besten Liste für das Jahr 2022. 2022 auf Platz 1. Auf Platz 1. Vielleicht ganz kurz. Wir haben es ja auf der Messe, haben wir ja einen Durchgang gespielt. Mehr war da zeitlich nicht drin, weil die Zeiten waren ja eingeteilt. War aber fürs Reinschnuppern erstmal vollkommen okay. Wir haben mittlerweile 8 Partien gespielt, zu zweit und zu viert. Um das mal vorwegzunehmen. Ja, also von daher, es scheint ja Spaß zu machen. Sonst würden wir das nicht so häufig spielen. Praxistipp, wenn ihr euch ärgert, haut nicht auf den Tisch. Das ist mir damals schon beim Erstspiel, als wir in Essen waren, an dem Probetisch passiert, dass ich mich so geärgert habe und auf den Tisch gehauen habe. Weil wenn dann Cashies in diesem Turm drin sind, dann fallen die runter. Das ist für die anderen Mitspieler nicht so schön. Und das hatten wir hier auch schon in 1, 2 Partien. Also es gibt ein gewisses Frustpotenzial, wenn es nicht so läuft, wie man es sich vorstellt, sage ich mal. Das Spiel spielt sich auch zu viert echt anders, gefühlt anders als im Spiel zu zweit. Also im Spiel zu zweit ist es ja immer so, dass es ja abwechselnd ist. Also Michaela ist dran, ist Startspieler, Runde drauf bin ich Startspieler, sie ist wieder Startspieler, ich bin Startspieler und dann wechselt das einmal im zweiten Durchgang auch wieder über die 4 Runden. Und da überlegt man sich natürlich schon, okay, sie ist als erstes dran, was schmeiße ich auf gar keinen Fall rein, weil ich will das unbedingt haben. Behalte das also so lange, um dann, wenn ich Startspieler quasi bin, reinschmeiße, in der Hoffnung, dass die Farbe dann noch rauskommt, damit ich das auf alle Fälle bekomme. Weil man es ja als erstes auf jeden Fall nehmen könnte. Genau, wenn es denn rauskommt, weil das ist so diese Frustgeschichte, so man weiß nie hundertprozentig, was kommt wirklich raus. Und im Zwei-Personen-Spiel kann man sich ja noch so ein bisschen merken, was ist drin. Also jetzt, ihr habt es gesehen, in dem einen Durchgang, ich habe mir eben gemerkt, dass bei Michaela Blau nicht rausgekommen ist und hatte eben die Hoffnung... Hast du dir gemerkt? Das habe ich mir gemerkt, wow. Ja. Im 2-Personen-Spiel kriege ich das noch hin, im 4-Personen-Spiel kriege ich das nicht mehr hin, dass eben da noch ein Blauer sein soll. Deshalb habe ich auch Blau genommen, als ich Startspieler war, in der Hoffnung, dass dann 2 von der Sorte rauskommen, damit ich eben 2 Cashies einsetzen kann. Und im Mehr-Personen-Spiel kommt da eben deutlich mehr natürlich raus. Da ist es eben diese Geschichte, man darf von einer Sorte eben bis zu 2 nehmen, ansonsten eben nur 1. Und es gibt so, gibst du mal das oberste? Nee, das oberste. Ja. Es gibt so ein schickes Plättchen, was man sich über diese graue Aktion, sage ich mal, besorgen kann. Und zwar ist das hier. Und das besagt, dass man
wird man sowieso nicht erkennen bei der Ausleuchtung, egal, dass man zwei Cashis nehmen darf und zwar auch von unterschiedlicher Farbe. Und wenn man das Ding hat, das ist echt total genial, weil dann nimmt man sich auch, ich nehme mir mal einen schwarzen und einen weißen oder ich nehme mir irgendwie zwei Kombis. Man kriegt immer zwei Das und sorgt ganz schön bei Frust bei das den ist anderen bei den anderen Spielern. echt frustig gewesen und ich habe das wirklich extremst gemacht und ich habe dieses Plättchen auch extrem schnell bekommen, weil da war mein ganze Idee, die dahinter war, war im Prinzip Vollgas auf Grau, irgendwie diese 7 Stück, die man braucht, so schnell wie möglich bekommen. Auf Teufel komm raus. Ich habe alles andere vernachlässigt. Ich bin wirklich nur darauf. Und dann, ich glaube, ich habe das Ding schon in der zweiten Runde gehabt oder so. Ja, ich müsste schon in der zweiten Runde gehabt. Also im zweiten Dann Durchgang hast du es gehabt schon haben. 7, kostet es nicht 7, also musst Ja, du noch ja. nicht 7 Also ich habe es Graber schon haben. vorm dritten habe ich es auf alle Fälle. Also auch zu viert spielt man ja auch 3 Durchgänge. Im ersten Durchgang habe ich es nicht geschafft, aber im zweiten habe ich das ziemlich früh gehabt und konnte da echt cool die Cashies mir rauszupfen und habe am Schluss auch ziemlich deutlich gewonnen, sage ich mal. Das müsste das Spiel gewesen sein. Das andere war schlechter. Und egal, also da haben alle gesagt, oh, wer das Ding hat, das ist viel zu mächtig, aber man muss eben auch erstmal diese 7 Assistenten da haben, um das dann überhaupt Cashies, aus die Cashies zu nicht die haben. Genau, Assistenten. die Cashies zu haben. Von daher, also es gibt wirklich schön viele Strategien, die man fahren kann. Es gibt eben Frustpotenzial, irgendein anderer klaut mir irgendwas, mein Cashi kommt nicht raus, weil er im Turm hängen geblieben ist. Oder. Also Interaktion definitiv da, Ärgerfaktor definitiv auch da. Also man kann da, glaube ich, gerade, weil man hat nicht viel Möglichkeiten. Ne? Also man kann ja eine Sache immer nur einmal nutzen, weil man hat ja nur einen Cashi in der Hand. Sprich, da kann man den Assistenten einsetzen. Plus einmal die rote Aktion, dass man so einen Joker hat, ich kann irgendeine Fläche, sage ich mal, ein zweites Mal werten. Das engt einen wirklich ein, da muss man auch nachdenken. Downtime, also Nachdenkezeiten, Downtown. Downtown, Downtime in Downtown ist wirklich vorhanden, definitiv ja. Dafür ist es auch in meinen Augen wirklich ein Expertenspiel. Da muss man die Zeit einfach akzeptieren und investieren, aber es ist nicht langweilig, weil während man halt eben selber sich aussucht, welche Cashies nehme ich, um meine Assistenten dann einzusetzen, machen das ja alle anderen auch. Und was man eben schon hat, man muss eben nachdenken, so, wo will ich hin, was ist interessant, an welche Stelle komme ich denn überhaupt in der Zugreihenfolge dran und. Also da ist viel Bedarf und Notwendigkeit nachzudenken, sprich Wartezeiten sind vorhanden, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Finde ich aber jetzt bei so einem Spiel, weil ich weiß, es ist ein Expertenstrategiespiel, finde ich es akzeptabel für mich, da kann ich mit lernen. Schön ist es auch, dass mehrere Module dabei sind. Wie gesagt, ein paar sind so unauffällig, die haben gleich am Anfang gemacht, wie diese Tauschgeschichte da, Die die Wechselstube, aber Wechselstube, das ist mir genau. geschuldet, weil ich hatte Ja, mir aber die es fiel gar nicht Anleitung. auf. Also, Nee, was ich nee. eben komisch fand, war, dass dann eine gewisse Unwucht dadurch kam, dass plötzlich in der letzten Runde das Tauschverhältnis total mies war. Ich hatte mir das nicht näher angeschaut gehabt und dann kam eben nachher raus, dass das wirklich komplett zufällig reingemischt wird. Egal. Von daher, mir macht das immer noch sehr viel Spaß. Ich stehe immer noch dazu, dass das mein Top-Spiel 2022 war. Ich gebe allerdings, das muss ich jetzt auch klar sagen, 9 Punkte. Also ich gebe keine 10. Liegt daran, der Preis, Leute. Es ist viel drin. Es ist eine riesen Verpackung. Es ist viel Material, Holz, Pappe und so weiter. Ohne Zweifel. Aber den Preis, den Michaela in der Einleitung gesagt hat, so von, ich sag mal, bummelig 120 € habe ich jetzt nicht bezahlt, das war meine eigene Schuld. Ich habe es woanders besorgt, wo es. Ich habe es zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ja, und es lag eine gewisse Notwendigkeit darin, dass ich es schnell bekomme. Deshalb habe ich mehr bezahlt. Aber nehmen wir nur die 120 € und das ist echt. Ah, da kriege ich zwei andere Expertenspiele, sage ich mal, auch wo ich sage, die sind gut, die sind sehr gut, die sind wirklich im Bereich 8,5, 9, 9,5, 10 Punkte in unserer Wertungsskala. Und deshalb, es tut mir echt leid. Also, wenn das Ding zu, ich sag mal, 50, 60 € da wäre, eine 10, ohne Diskussion, sofort. Aber für das Doppelte, wo es auch andere Spiele gibt, die wirklich auch so viel Material haben und die schaffen das für einen Preis um die 60 € oder so. Nee, also es soll ja auch jetzt irgendwie nochmal eine neue Ausgabe kommen, die vielleicht ein bisschen günstiger ist, wo halt eben auch die Verpackung dann kleiner ist. Also nicht so diese langgezogene, sondern die normale Queen Games Größe. Also hier so Da quadratisch praktisch könnt gut. ihr mal bei den Brettspielsuchtis reingucken. Die waren nämlich auf der Spielwarenmesse in Nürnberg bei Queen Games am Stand. Und da wurde das erzählt, da stand auch schon die neue Schachtel, auch so eine no normale Schachtel, nicht mal so eine normale
hier so eine normale Schachtel. Was es dann kosten soll, keine Ahnung, aber da ist halt einiges dann an Spielmaterial verkleinert worden. Also von daher, es soll noch eine günstigere Version Ja, wobei rauskommen. ich mir auch da überlege, noch kleiner, weil es ist teilweise echt kleinteilig. Also diese Tore, die man so auf seinen eigenen Spielplan platziert, die sind wirklich schon klein. In der Retail-Version, in der Wir sind ja schon, ja genau, Es also gibt es ja die das sind Holztore. die Holztore, die kann man dann noch das Genau. 3D mit. Egal. Also von daher, ich finde das Spiel total genial. Der Preis ist teuer und ich sag mal, wenn wir haben es ja auf der Messe nicht gekauft, auf der Messe gab es das damals in dieser Version auch günstiger und da waren wir zu knausrig für und ich wollte halt eben als Geburtstagsgeschenk ist es dann eine andere Geschichte für mich zumindest. Jawohl, das ist auch schon wahnsinnig viel, ne? Das war jetzt ja auch nur eine Ach, du bist Ausnahme. es mir wert. Ja, danke. Ja, 9 Punkte. Okay, dann mache ich mal weiter. Also wir haben das Spiel ja, wie gesagt, auf der Messe in Essen schon kennengelernt. Und ich habe mir Dass du dann... das so sagen kannst, auf der Messe in Essen. Sag das 3-mal schnell Messe hintereinander. Essen, Messe Essen, Messe Essen. Messe in Essen. Ja, was auch immer, egal. Kennengelernt und von daher kannten wir das Spiel ja schon. Es ist zwar jetzt schon ein bisschen her, weil das war ja im Oktober. Ich habe das dann jetzt zum Geburtstag geschenkt bekommen und habe das dann an dem Tag ausgepackt, zu Hause aufgebaut und schon mal die Regel durchgelesen, weil ich hatte an meinem Geburtstag frei und habe das dann schon mal vorbereitet. Christian eine WhatsApp geschickt, Spiel steht, wann kommst du? Ich musste lang arbeiten an dem Tag. Und dann habe ich mir die Anleitung durchgelesen und ich fand das wirklich erstaunlich. Also die Anleitung ist wirklich total toll geschrieben. Also die ist übersichtlich, wir sind sehr schnell reingekommen in das Spiel. Ich habe es dir erklärt und ich glaube, du konntest dich auch noch ganz gut wieder erinnern von dem, was man gemacht hat. Natürlich auch Beides, viel das war ein gutes erleichtert, ne? Gerücht. Ja. Aber wie gesagt, die Anleitung ist ansonsten wirklich sehr toll, sehr übersichtlich geschrieben, auch sehr toll bebildert. Es gibt auch nochmal so eine Übersicht, so ein Glossar, wo halt nochmal so einzelne Sachen erklärt sind und jedes Plättchen auch nochmal von der Bedeutung, auch mit Nummer, denn jedes Plättchen hat irgendwo eine Nummer. Bei den Flussplättchen, auch bei den gelehrten Rollen und so weiter, also was erklärungsbedürftig ist, kann man halt erst nochmal durch nachschlagen. Von daher wirklich super gemacht. Also für so ein Expertenspiel fand ich es total eingängig. Was ich auch schön fand, ist diese Übersicht, weil da konnte man immer noch mal drauf gucken. Dadurch hat man nichts vergessen. Aber was wir eingangs schon beim Spielaufbau gesagt haben, warum muss die so klein sein? Selbst in einer Retail-Version, die Packung ist so groß. Warum macht man da nicht vernünftig große Sichtschirme Ja, und rein? vor Das allem sind ja nur verstehe vier ich nicht. Sichtschirme insgesamt. Ne? Genau, Das also ist das hätte man wirklich machen können, sodass da auch jeder vernünftig einen Überblick dann hat über die einzelnen Sachen. Wie gesagt, ich bin ein großer Freund davon, wenn man dann gerade auch bei so komplexen Sachen, hier ist ja die Runde nochmal verdeutlicht, wofür man am Spielende Siegpunkte bekommt, welche Cashies es gibt und so weiter. Also das ist sehr gut gemacht, aber das hätte wirklich, ich verstehe es nicht, lieber Verlag, warum habt ihr das nicht größer gemacht? Also das finde ich, ist für mich auch schon mal ein kleiner Manko, den ich auch schon bei der Benotung her berücksichtigt habe. Dann die Cashies, die sind leider auch vom Licht Ja. her. Also wir hatten teilweise wirklich Probleme, dieses Lila und dieses Braun und dieses Beige und dieses Weiß. Das, Ja. je nachdem, wann wir es gespielt Ob es haben, Sonnenlicht war, ob es künstliches was Licht auch war, wie immer. viel Was ist Lumen das und jetzt? Ist so. das Braun? Und dann Ist das wirklich aus Versehen Lila? den falschen Dom reingeschmissen, dann kam was Ja. raus, so, wo ist denn jetzt eigentlich der und der geblieben? Den habe ich Genau. doch gehabt. Nee, du, da kann, es sind 6 Ja. rausgekommen, also hat jeder von uns Ja. drei. Und Ja. dann kam eben der Weiße statt dem Beigefarben oder so. Also Ah, das ist auch, weil wir haben ja. nicht immer solche Lichtverhältnisse wie jetzt. Jetzt haben wir ja die Strahler Nee, wir aufgestellt und sowas stellen. sparen ja Ja, Strom. und das stellen wir ja auch nicht auf, wenn wir spielen. Also von daher, das fand ich auch ein bisschen unglücklich. Was ich auch nicht ganz so schön fand, gut, die hätten auch nicht anders reingepasst. In der Deluxe-Version habt ihr da von Holztore, sind dann auch griffiger, aber die sind auch sehr fiddelig, diese Tore. Und da muss man auch immer hinterher aufpassen, wenn man den Spielplan resettet, sind auch alle Tore wieder raus. Ja. Liegt da nicht noch irgendwo ein Und das Tor Tor, drin? das man bei dem rosafarbenen Bereich platziert, ist irgendwie ein bisschen asymmetrisch, nur mal so. Ja, aber ansonsten muss ich auch sagen, also man hat hier wirklich sehr, sehr viel Spielmaterial mit dabei. Ich finde auch diesen Turm, den ist ja bei Shogun gab es den, glaube ich, schon, Zum ne? Beispiel, ja. Zum Beispiel. Finde ich total klasse, weil das bringt halt nochmal so eine kleine Unsicherheit mit rein. Ich meine, es gibt hier sowieso schon genug Unsicherheit, weil wie Christian schon gesagt hat, zu zweit finde ich das Spiel noch ein bisschen taktischer als mit 3 und 4 Personen. Wir haben es ja zu zweit und zu viert gespielt, weil zu zweit ist es wirklich so, wie Christian beschrieben hat. Ich habe auch, wenn ich dann Startspieler war, geguckt. Welche Cashies nehme ich? Weil welcher ist mir wichtig und den kann ich mir auf jeden Fall, einen kann ich mir auf jeden Fall als erstes aussuchen. Und den habe ich mir dann auf jeden Fall immer genommen, wenn ich dran war. Und die anderen habe ich dann geguckt, okay, was kann ich vielleicht verschmerzen? Oder wo hoffe ich, weil Christian darf sich ja nach mir maximal noch einnehmen und einen anderen kriege ich ja auch noch dann auf jeden Fall als erstes. Und dann hofft man natürlich auch drauf, dass vielleicht die anderen oder der andere Spieler auch gleichfarbige Cashies mit reinschmeißen, sodass man sich vielleicht sogar zwei Ach. nehmen darf in dem Moment. Das freut man sich natürlich auch. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass man komplett umschwenkt. Weil dann kommen damit einmal zwei Orangen raus und den Rosanen, den man vielleicht unbedingt haben wollte, nur einer. Ja, was mache ich denn jetzt?
diese zwei, die locken dann natürlich, wenn man mal zwei nehmen kann. Orange ist aber nur letztendlich der Zug, wo man dann ja in die Wechselstube gehen kann oder hier sich Luxuswaren holen kann. Aber das muss man dann halt letztendlich genau für sich gucken und dann überlegen, was ist einem letztendlich wichtig. Aber das sind, finde ich, total schöne Mechanismen und da hat man auch gemerkt, zu zweit hat man weniger Cashies dann bekommen, zu viert war das Spieltableau nachher wesentlich voller. Also wir haben da auch wesentlich mehr Bereiche vollständig bekommen, als wir es im Spiel zu zweit hinbekommen haben. Also das war auf jeden Fall schon mal ein Unterschied. Wir haben nachher zu zweit so um die 70 Minuten gespielt. Das ging nachher eigentlich mal schon recht flüssig. Also da gab es kaum Downtime. Gut, man hat mal so ein bisschen hin und her überlegt, wenn ich jetzt den Cashy einsetze, was mache ich jetzt damit? Oder dass du nachher zum Schluss gerechnet hast, welche Aktion macht man zuerst? Weil da muss man auch aufpassen, Ja. wenn man seine Aktion von den Assistenten abwickelt, welche mache ich nachher zuerst, weil man dadurch ja eventuell noch andere Aktionen begünstigen kann, wo man eventuell die Aktion noch verstärken kann, um Ja. das letztendlich dann zu machen. Also da muss man auch so ein bisschen drauf aufmachen. Gerade wenn man vielleicht in der Oase ein aktiviertes Plättchen nach oben bringen kann, dadurch vielleicht noch ein Cashy irgendwo einsetzen kann in einem Bereich, der dadurch noch weiter verstärkt wird. Also da gibt es viele Sachen, die man nachher beachten muss, die ineinander spielen. Und also es macht wirklich total viel Spaß. Es ist total abwechslungsreich, weil man immer wieder auf eine andere Variante auch gehen kann. Ich bin mal in einem Spiel ganz viel hier auf die Treppe gegangen, dass ich da sehr viel hochgegangen bin, habe sehr viel den schwarzen Bereich gepusht und habe dann, weil wenn man ganz oben angekommen ist auf dem letzten Feld, bekommt man jedes Mal dann, wenn man da weitere Schritte bekommt, immer noch einen Siegpunkt. Dann gab es hier auch noch ein Plättchen, war das hier dabei, wo man dann auch noch zusätzliche Punkte dann bekam oder war das hier so ein Oasenplättchen oder Auch war wenn du das ganz eins von oben den bist, kriegst du irgendwie sieben Punkte oder Wüstenstädtchen? irgend sowas. Ah ja, genau. Es gab hier zum Beispiel auch noch in dem einen Spiel, wir haben mit den Erweiterungen, mit den Modulen auch gespielt, bis auf diese in der Mitte mit dem Modul, wo man die Sachen drauflegen konnte. Aber ich hatte zum Beispiel auch diese Wüstenstadt, wo ich dann für jeden Schritt auf der schwarzen Treppe noch einen Punkt dann Stimmt, bekommen das habe. waren 15. Bums, das war die Genau. Stelle. Und man kommt, also diesen plus 100er Marker, dass man über die 100 einmal rüberkommt, den braucht man auch. Ja, Hat man am Anfang nicht gedacht. aber über die 200 sind wir noch nie Nee, das nicht, rübergekommen. aber also da kommt man gut hin. Auch so dieses Bezahlen von den Plättchen immer am Rundenende, das ärgert einen auch, dass man dafür die Ressourcen zurückhalten muss. Und man denkt sich auch so, wie soll ich das in der letzten Runde eigentlich bezahlen? Das ist so viel Zeugs, was ich da brauche. Und trotzdem, das funktioniert. Also Ressourcen am Anfang ja, gegen Ende des Spiels geht das eigentlich. Überraschenderweise. Ja gut, aber da muss man halt auch aufpassen. Wo kriege ich den noch her? Weil das übersehe ich manchmal auch, dass ich dann so sehe, wie gerade eben fehlt mir noch ein Wasser. Bin ich vielleicht auf dem Fluss so weit vorne, dass ich darüber noch ein Wasser zum Beispiel Das war ja bekomme? mein Tipp. Oder habe ich jetzt zum Beispiel noch im Bereich, den ich jetzt gleich noch nutzen möchte, einen Wasserträger drin, bekomme darüber noch ein Wasser oder so. Also da muss man halt so viele Sachen beachten, um zu gucken, was brauche ich letztendlich noch und was brauche ich vielleicht nicht mehr. Und du hast ja auch ganz viel immer die Schriftrollen so gepusht, dass du dir hier viele Vorteile, weil da gibt es ja auch unterschiedliche. Hier zum Beispiel immer am Durchgangsende kann man einen Diener abgeben und muss dann für jedes Durchgangsplättchen, wo man ja die Ressourcen abgeben muss, nur noch eine beliebige Ressource dann bezahlen. Ist natürlich auch cool. Und diese Ressource muss nicht mal auf dem Durchgangsplättchen drauf sein. Aber das habe ich noch nie gehabt, das Plättchen. Oder zum Beispiel hier bei dem hier, wo man immer, wenn man halt hier bei dem Palast ganz oben ist, auf der letzten Stufe, und man da weitere Schritte macht, bekommt man dann nicht sonst wie sonst einen Punkt, sondern immer zwei Punkte. Ich glaube, das hatte ich sogar auch in dem Einspiel, wo ich immer noch zwei Punkte dann Das wäre bekommen habe, natürlich dann eine sogar. fette Geschichte, Das ja. war das, was ich Also, dass meinte man gerade eben so eben. Kettenreaktionen im eigenen System aufbaut und das eine pusht das andere dann quasi, ja. Genau, und ich weiß, in den ersten Spielen war bei uns auch der Fluss total beliebt, dass man da möglichst weit immer vorkam, weil wer als erstes ganz hinten ankam, da gibt es auch noch so Landestege, wo man anlegen kann. Und dann bekam man da auch noch mal die Punkte letztendlich. Und natürlich, je nachdem, was für ein Durchgangsplättchen da liegt, das kann Das manchmal kann auch sehr eben sehr attraktiv intrusiv, ja. sein. Zum Beispiel jetzt nach dem zweiten Durchgang, der da am weitesten vorne ist, hätte sich zwei beliebige Caches nehmen Genau, und dürfen. damit eben seine Sachen voll machen oder Genau, deutlich verstärken, stärken, das genau. ist schon ziemlich mächtig. Auch diese Aktion, wo man sich die Stadttore kaufen kann, auch total klasse. Da muss man auch immer gucken, ich brauche Geld dafür. Ich muss die Tore da, beziehungsweise die Cashies auf dem Wachturm haben. Und ich bekomme aber dann ja auch nochmal ein Cashie in der entsprechenden Farbe. Auch damit kann ich die Bereiche noch wieder ausbauen. Oder mit dem lilanen Bereich. Da guckt man auch immer zu Spielbeginn, wie lege ich die Scheibe, was möchte ich als erstes nutzen, weil man da ja nachher, wenn man den Bezirksbonus nutzt, die Aktion so stark ist wie Zuschauer dann, aber man muss ja erstmal die Scheibe im Uhrzeigersinn ein Feld drehen, dann drauf sind auf dem jeweiligen Feld. Also da gibt es so viele verschiedene Stellschrauben. Also wirklich total klasse, total abwechslungsreich. Mir ist jetzt nach diesen 8 Spielen immer noch nicht langweilig. Wie gesagt, Module hatten wir auch schon mit drin. Bringt auch doch wirklich auch Abwechslung rein. Gerade auch diese beiden, die auf den, die Figuren, die hier auf der weißen, auf der schwarzen Treppe mitlaufen.
Das habe ich in dem einen Spiel auch ganz extrem gemacht, auch mit der schwarzen Treppe, genau. Da habe ich mir ganz viele Luxuswaren geholt und musste für jede immer eine Ware weniger bezahlen. Also das ist wirklich schon, da kann man seine Strategie entsprechend dann drauf ausrichten. Also richtig, richtig gutes Spiel, was Christian auch sagte, den Preisfaktor finde ich auch echt enorm. Deswegen haben wir es uns ja auf der Messe nicht geholt. Das finde ich auch echt schon richtig, richtig heftig. Jetzt war es ja ein Geschenk von deinem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul oder wie es so schön heißt. Ich bin froh, dass wir das Spiel haben. Ich freue mich auf weitere Partien. Hat mir auch im Vierspielerspiel richtig viel Spaß gemacht. Das erste Spiel, da war es aber auch die erste Partie für die beiden. Das hat schon sehr lange gedauert, aber das zweite Spiel waren wir nachher auch mit Und 90 trotzdem Minuten. wollten sie direkt nach dem ersten Spiel gleich das zweite hinten dran spielen. Genau. Also auch da sieht man eben, auch bei anderen ist der Funke übergesprungen. Genau, da haben wir ja auch gleich die zweite Partie hinten Ja. dran gespielt und da waren wir nachher so mit 90 Minuten nachher dann Das ging durch. Also recht das fix da an der Stelle, ja. war richtig gut. Und das auch zu viert, wie gesagt, der Unterschied, man bekommt wesentlich mehr und man hat ja auch mehr Chancen, noch was anderes zu bekommen, weil im Zwei-Personen-Spiel sind nachher die Cashies ja auch schneller, je nachdem, wie sie reingeworfen werden. Aber bei vier Personen ist ja die Chance höher, dass vielleicht noch der eine Cashie, der vielleicht nochmal kommt, den man vielleicht Den man auch nochmal haben braucht, wollte unbedingt, den ne? man vielleicht nochmal haben wollte. Genau, also von daher ein ganz, ganz tolles Spiel. Ich habe ja schon meine Maluspunkte gesagt und deswegen gehe ich auch nicht auf 10 Punkte und deswegen bekommt das Spiel von mir auch 9 Punkte. Ist für mich auch ein ausgezeichnetes Spiel. Okay, das war dann unser Review zu dem Spiel Marrakesch. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!